Ich weiß, dass das ein Zeitschloss ist. Ja, aber warum, habe ich mich gefragt, wenn man schon so eine sauteure Tresortür installiert, inklusive Überwachungskameras, warum hat es dann nicht noch, was weiß ich, für ein paar Sensoren gereicht, die überprüfen, ob nicht doch noch ein Kunde im Tresorraum ist, bevor sich der Grabstein vor die Höhle rollt? Ja, wissen Sie, wenn ich gewusst hätte, dass ich heute Abend wieder auferstehen muss, hätte ich vorher noch ein Abendmahl zu mir genommen. Da hätte ich halt nicht zu kurz vor Geschäftsschluss kommen sollen. Das ist eine tolle Logik. Nein, denken wir das mal weiter. Nehmen wir mal an, jemand wird angefahren auf der Straße, der Krankenwagen kommt, nicht? Er landet dann im Krankenhaus, der Arzt schaut sich das an und sagt, oh, damit hätten Sie jetzt aber ein bisschen früher kommen müssen. Glauben Sie, dass zwischen den beiden eine gute Beziehung, ich bin nicht gereizt. Nein, Sie müssen niemanden informieren über mein Unglück. Informieren Sie sich lieber selber, wann genau die Tresortür wieder aufgeht. Ja, weil vielleicht morgen früh ist mir persönlich als Information ein bisschen zu dünn. Ja, ich warte. Was sonst? Da hätten Sie halt nicht zu kurz vor Geschäftsschluss kommen sollen. Witzbold, versuchen Sie mal bei einer Bank nicht kurz vor Geschäftsschluss zu kommen. Die haben immer Geschäftsschluss. Sie können da... Entschuldigung, bitte. Um 7.30 Uhr, das ist nicht ernst, das sind ab jetzt noch 13 Stunden, wenn Sie... Nein, ich habe nicht meine Hände benutzt. Wieso? Ach so, Sie können mich ja... Hallo. Bin ich eigentlich schwarz-weiß auf Ihrem Überwachungsmonitor? Ja? Toll, so eine Art Stummfilm, was? Was heißt, wenn es nur so wäre? Hören Sie, bitte? Das ist eine Flasche Whisky. Ja, die hat mein Vater hier unten eingesperrt. Oh, wenn Sie unsere Mutter kennen würden, wären Sie nicht so überrascht. Bitte, nein, mein Vater ist vor einiger Zeit verstorben und wir haben jetzt sein Schließfach geräubert. Oh, na, vielen Dank, das ist nicht notwendig. Das, hören Sie, das ist sehr lieb von Ihnen, aber das ausführlichste Gespräch, was ich mit meinem Vater jemals hatte, war, kannst du mir mal das Salz geben? Nichts, er hat mir Salz gegeben. Ja, das sind alles Unterlagen aus seiner Zeit als Wirtschaftsprüfer. Und warten Sie, Sie arbeiten bei einer Bank, vielleicht können Sie mir helfen. Was, ich habe nämlich lauter so E-Mails von meinem Vater an Dr. Gump. Das ist jetzt egal, wer das ist, aber er schreibt, nein, mein Vater schreibt es, dn@wpg.de. Dieter Neumann, DN. Ach, WPG ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für die er geantwortet. Jetzt ist es doch nicht so wichtig. Er schreibt an Dr. Gump und Sie sollen mir den Satz übersetzen, weil das ist dieses Finanzsprech. Pass auf, mein Vater schreibt, Gesprächsbedarf wegen N3. Nein, ich glaube nicht, dass das was mit Schiffe versenken zu tun hat. Hören Sie, nein, vielen Dank. Das ist eh nicht gerade Stoff für eine packende Rede. Ja, ich soll eine Rede halten. Über meinen Vater, ja. Morgen früh, 10:30, Riesen, Sektempfang und Hotel und ein... Nein, ich habe die Rede noch nicht fertig. Oh, vielen Dank. Ich weiß, ich bin spät dran. Lassen Sie mich raten, ich hätte früher anfangen müssen, ja? Nein, Sie haben recht. Ich kann die Rede hier vermutlich jetzt auch zu Ende schreiben, ja. Von wegen in Ruhe. Ich habe Ihnen doch gesagt, hinten aus dem Lüftungsschacht kommt so ein ganz komisches Geräusch, wie die FDP beim Wahlabend gemacht hat. Ja, so ein Seufzen. Ja, gehen Sie mal nachschauen. Und wenn Sie schon nachschauen gehen, können Sie mir noch einen Bademantel aufs Zimmer schicken lassen. Mir wird ein bisschen... Hallo? Kein Humor. 13 Stunden. Gut, für 20 Minuten Rede, das müsste ich hinbekommen. Ich soll nicht viel sagen, ich soll ein bisschen was sagen über die Verdienste meines Vaters bei der WPG. Und dann soll ich halt auch leider noch ein bisschen Stellung nehmen zu einem Thema. Ja, man hat mich gebeten, ich soll was sagen zu Chancen an den Finanzmärkten mit Hilfe von Finanzderivaten. So habe ich auch reagiert. Och, ich sag's Ihnen, schreiben Sie mal eine packende Rede über jemanden, dessen größtes Hobby es offensichtlich war, Excel-Tabellen zu verschicken. Hier, Dr. Gump schreibt meinem Vater, er melde sich schnellstmöglich. Und mein Vater schreibt dann Finanzsprech zurück. Dringend, die Nixe 3 ist nix. Okay, nehmen wir mal an, zwei reifere Geschäftsleute unterhalten sich hier über die Funktionstüchtigkeit von Meerjungfrauen. Warum ist nur die dritte Nixe nix? Sind die anderen zwei in Ordnung? Was hat die dritte Nixe? Schuppen! Finanzmärkte und mein Vater, du. Das sind die beiden Themen, zu denen habe ich in meinem Leben am allerwenigsten zu sagen. Das wird eine Rede werden morgen früh. Ich sehe die ja schon alle vor mir sitzen.
Deutsche Bank, Commerzbank, die Großkopferten. Dr. Gumpf wird auch da sein, ja. Das ist ein Kollege von meinem Vater gewesen früher. Also nicht so der Kollege, mehr Erzfeind. Dr. Gumpf ist so ein, oh, den von außen schon, der trägt immer Sonnenbrille. Das ist so ein Typ, immer Sonnenbrille, egal bei welchem Wetter. Sonnenbrille, verspiegelte Sonnenbrille mit den Spiegeln innen. Dann steht er immer da mit seinem Smartphone, breitbeinig. Und dann kommt immer was Provokantes. Er nennt mich ja gern Junior. Kommt immer sowas, Junior! Junior, sag mal, was spricht denn eigentlich gegen den Kapitalismus? Ich sage, Gegenfrage, Herr Dr. Gumpf, was spricht denn für den Kapitalismus? Sagt er, Junior, mein Lebensstandard. Viele halten Herrn Dr. Gump jetzt für einen feinen Menschen. Gell, weil sie sagen, ach, der spendet so gerne. die Schecks, die der überreicht, sind so groß, die können Sie mit bloßem Auge vom Weltall aus erkennen. Er hält die auch immer so schräg, falls Google Earth mal wieder Fotos macht. Sie haben ja recht, vielleicht passiert ja wirklich was Gutes mit dem Geld. Aber ich weiß nicht, ob so eine gute Idee ist, immer mehr Menschen wie Herrn Dr. Gump die Entscheidung zu überlassen, wem mit so viel Geld geholfen werden darf. Und du triffst ihn überall auf diesen Spendengalas. Die heißen die ja gar nicht mehr. Das sind jetzt Charity Events. Charity Events, wenn Lachsröllchen auf parfümierte Gäste treffen. Es riecht, als wäre ein Fisch gestorben. Die anderen Fische hätten Blumen geschickt. Wirklich Finanzmärkte als Thema. Ich habe mir wirklich eher Mühe. Ich habe so viel gelesen dazu, aber je mehr ich gelesen habe, desto weniger habe ich verstanden. Geht Ihnen das auch so? Ich bin ja auch nicht vorbereitet worden in der Schule. Was hatten wir in der Schule zum Thema Finanzen? Da hatten wir, glaube ich, ein Jahr lang hatten wir Wirtschaft und Recht im Gymnasium. Ein Jahr Wirtschaft und Recht. Gut, da haben wir immerhin gelernt, dass Wirtschaft und Recht offensichtlich zwei getrennte Phänomene sind. Ein berühmter Aphoristiker hat man mal gefragt, ob man Wirtschaftsethik studieren soll. Hat er gesagt, da müssen Sie sich schon entscheiden. Ich bin ja noch mal hin, ja, zu meinem Direktor, direkt nach dem Abitur. Hab ich gesagt, war das wirklich also ausreichend, ein Jahr Wirtschaft und Recht? Hat gesagt, selbstverständlich war das ausreichend. Um Deutschland regierbar zu halten. Haben Sie nicht auch das Gefühl, dieses Finanzsprech, man möchte gar nicht, dass das verstanden wird. Das ist so eine Form von Herrschaftswissen. Weißt, Macht ausüben funktioniert ja am allerbesten, wenn derjenige, auf den Macht ausgeübt wird, gar nicht versteht, dass auf ihn Macht ausgeübt wird. Wie früher im Kindergarten, wenn Ihre Mama zu Ihnen gesagt hat, schiel nicht so, sonst bleibt's dir. Haben Sie sofort aufgehört zu schielen, weil Sie dachten, Mutter muss triftige medizinische Gründe haben, die Sie nicht kennen. Diese ganze Recherche hat mich nirgendwo hingeführt. Finanzmärkte, haben Sie es schon mal versucht? Das einzig schöne Zitat, was ich gefunden habe, über Finanzmärkte, das stammt von einem Physiker. Hier, pass auf, das lese ich Ihnen vor, das ist schön. Ein Physiker hat über die Finanzmärkte gesagt, stellen Sie sich mal vor, wie schwierig die Physik wäre, wenn die Teilchen auch noch denken könnten. Das ist die Komplexität von Finanzmärkten. Weißt, und trotzdem hockt sich jeden Tag wieder irgendein Finanzexperte vor uns oder unsere Politiker mit dem Brust und Überzeugung und verkündet seine Finanzwahrheit. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch mal eine starke Meinung hätte. Aber halt meistens nicht sehr lang. Manchmal ändere ich meine Meinung auch schon mitten im Satz. Je nach Gesichtsausdruck meines Gegenübers. Weiß nicht, kennen Sie das im Gespräch? Man scannt so, nee, und dann sagt man so, oh, es ist schon schlimm, was mit Griechenland. Ich meine, die sind ja auch selber schuld, oder? In Bayern nennt man das, glaube ich, Södern. Sehen Sie, ich wollte doch noch eine Anekdote einbauen in die Rede am Anfang. Das ist immer gut, mit einer Anekdote anzufangen. Ich habe mir gedacht, ich nehme eine zu dem Themenkomplex, das passt ganz gut. Ich habe eine Geschichte gelesen, die Yale-Universität in Amerika, die hat ein paar Kapuzineräffchen beigebracht, mit Geld zu handeln. Also die haben so Münzen bekommen, ja, die Äffchen, und haben die dann eintauschen können bei einem Wärter gegen Trauben. Das haben die auch vernünftig gemacht. Also wenn die Trauben teurer geworden sind, haben sie weniger gekauft. Rein statistisch kein Unterschied zwischen so einem Kapuzineräffchen und dem Rest von uns. Und dann war eines Tages lang ein paar Münzen auf dem Käfigboden verteilt. Die hatte da jemand verloren. Die gehörten da nicht hin. Und dann hat ein Affenmännchen sich die geschnappt, gesammelt.
und ist damit aber nicht zu einem Wärter gegangen. Er ist damit zu einem Weibchen marschiert. Keine Angst. Und hat ihr diese Münzen überreicht. Kurz darauf kam es zwischen den beiden. Also es wurde sehr freundschaftlich. Mir geht es jetzt nicht um das Klischee. Ja. Sondern das Weibchen hat nach dem Akt quasi die Münzen genommen, ist rübergegangen zum Wärter und hat sich ein paar Trauben gekauft. Das heißt also, die Affen hatten den Geldkreislauf begriffen. Und die Forscher waren hellauf begeistert und haben gesagt, Mensch, da pumpen wir noch mehr Geld rein in diesen Affenkreislauf. Und dann kam eine oberste US-Behörde und hat es verboten, das Experiment. Und zwar mit der Begründung, die Einführung von Geld könne die Sozialstruktur der Kapuzineräffchen irreparabel beschädigen. Ja gut, das, was den Affen verboten haben, was? Aber sehen Sie, wenn ich diese Anekdote erzählt habe morgen bei der Rede, dann könnte ich mich doch hinstellen und könnte sagen, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich nun, einige Exemplare des Originalexperiments begrüßen zu dürfen. Ja, nein? Oh, doch, vielleicht. Wobei, Sie haben recht, vielleicht ein bisschen zu gewagt. Jetzt direkt am Anfang. Ich könnte ja konservativ die Rede anfangen. Ich könnte ja sagen, sehr geehrte Damen und Herren, wie sagte doch mein Vater immer über die Finanzmärkte? Keine Ahnung, was mein Vater jemals über die Finanzmärkte gesagt hat. Immer wenn mein Vater angefangen hat, über die Finanzmärkte zu sprechen, dann... Er hat mich ja auch nicht verstanden. Als ich zu ihm gesagt habe, Papa, ich möchte Geschichte studieren, hat er gesagt, schade. Ich hätte es gern gesehen, wenn du in die Zukunft geschaut hättest. Also BWL oder VWL studiert, das wäre sein Traum gewesen. Gell? Das muss man den Wirtschaftswissenschaftlern lassen. Gell? Sie haben es geschafft, uns einzubläuen, dass wir glauben, dass sie mit ihrer Zahlenmystik in irgendeine bessere Zukunft schauen können. Also schauen Sie, VWL zu studieren, um die Zukunft vorhersagen zu können, da können Sie auch Theologie studieren, um die CSU zu verstehen. Es herrscht ja ein ganz merkwürdiges Missverhältnis zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der ganzen Finanzbranche. Ich habe eine Werbung gesehen, mal Süddeutsche Zeitung war es, für einen Immobilienfonds. Und da stand tatsächlich als Werbesatz, seit 1951 erzielte diese Wertanlage einen jährlichen Wertanstieg von 7%. Und da war ein Sternchen an der 7. Dann habe ich mal nachgeschaut, stand unten tatsächlich, Vergangenheitswerte sind keine Gewähr für die Zukunft. Das müssen Sie mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Fonds, der möchte, dass Sie investieren. Und da er damit Werbung macht, dass sie in der Vergangenheit große Gewinne gemacht haben, nee, der sagt ihnen, dass sie diese Vergangenheit aber nicht zum Maßstab nehmen dürfen. Diese Bierwerbung würde ich gern sehen. Sie, grüß Gott, das ist unser Bier. Bis heute war es ganz gut. Aber wir wissen halt nicht, ob nicht morgen doch noch jemand neischifft. Prost! Schauen Sie, wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir sollten ein bisschen demütiger sein, vor allem bei Politik, die darauf basiert, auf Zukunftsvorhersagen. Merkels Griechenland-Politik basiert auf Zukunftsvorhersagen. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Die Zukunft, die ist für uns, wir sind der Zukunft gegenüber genauso blind wie eine kleine Gans. Nehmen Sie das mal, so eine kleine Gans, die wird geboren und von Menschenhand gefüttert. Und sie denkt sich, aha, die Menschheit ist um mein Wohlergehen besorgt. Das ist die Wahrheit der Gans. Wenn du die Gans fragst, wie sie seine Zukunft aussagt, sagt die Gans, super, super Zukunft, geil. Und mit jedem Tag der Fütterung wird diese Erkenntnis ja noch verstärkt. Und eines Tages ist Weihnachten. Versteht, das ist die Zukunft für uns. Und trotzdem tritt immer wieder ein Wirtschaftsminister vor uns mit irgendwelchen Zukunftsprognosen und sorgt zu Sachen wie, ja, nächstes Jahr haben wir ein Wirtschaftswachstum von 2,3%. Und niemand sagt, er ist eine blöde Gans. Nein, ich finde es toll, was der alles berechnen lassen kann. Er hat nicht den blassesten Schimmer von der Zukunft. Aber hey, er kann das schon in Kommazahlen ausdrücken. Du, wie viele Sterne haben wir im Universum? Oh, Hunderttausende von Milliarden. 0,3.
Ich habe immer wieder gefragt, warum macht ein Minister das? Warum nutzt er diese offensichtlich blödsinnigen Zahlen? Ich glaube, weil er die Macht der Kommazahlen kennt. Das können Sie ausprobieren mit Kindern. Die sitzen hinten im Auto seit Stunden. Wann sind wir da? Antworten Sie mal, in 17,3 Minuten. Dann sind die erstmal ruhig. Verstehen Sie, Bismarck, der alte Bismarck hat damals dem Meteorologischen Wetterinstitut in Berlin die Wettervorhersage verboten. Mit der Begründung, es sei nicht angängig, dass sich eine Reichsbehörde ständig irre. Weißt du, unsere Wirtschaftsminister dürfen nach wie vor. Das ist, was mir nicht in den Kopf will, aber Sie haben ja recht, ich weiß. Ja, diese Wirtschafts- und Finanzwelt hat ihre eigenen Regeln inzwischen. Ja, gibt ja fast schon zwei Parallelwelten. Die normale Welt, in der viele von uns leben. Und dann gibt es so diese Wirtschafts- und Finanzwelt. Und wir fühlen uns eigentlich nur noch bedroht. Seit Jahren schon. Die Nachrichten, die wir da hören aus der Finanzwelt, das kommt da. Finanzkrise, Eurokrise, Schuldenkrise, Wirtschaftskrise. Die Welt steht vor dem Abgrund. Und man selber, zumindest in Deutschland, kann jetzt zunächst erstmal nichts anderes tun, als aus dem Fenster schauen und sieht, aha, die Straßenbahn fährt noch. Die Leute gehen einkaufen. Aber so richtig sicher fühlt man sich nicht mehr in diesem Finanzsystem. Es ist so ein bisschen, als säßen wir alle zusammen am großen Flugzeug, angeschnallt auf unserem Platz, das Flugzeug fliegt, so ein leises Brummen in der Luft, so. Aber immer wieder meldet sich von vorne das Cockpit, die Piloten, mit irgendwelchen Horrornachrichten. Oh Gott, wir stürzen ab, wir stürzen bestimmt gleich ab, gleich stürzen wir ab. Aber das Flugzeug fliegt weiter. Jetzt kommt eine Stewardess, die bringt Ihnen einen Kaffee. Ja, da meldet sich schon wieder von vorne das Cockpit. Oh Gott, mein Co-Pilot ist abgesprungen. Ich kann die Instrumente nicht lesen. Ah! Nach wie vor erscheint Ihnen irgendwie alles normal. Jetzt kommt die nächste Stewardess vorbei und bringt Ihnen ein Kissen. Als ob Sie schlafen könnten nach den Nachrichten und dem Kaffee. Aber gut, Sie probieren es trotzdem, sich in diesem Sitz irgendwie bequem zu machen. Da meldet sich von vorne schon wieder das Cockpit. Meine Damen und Herren, wir haben die Turbulenzen jetzt hinter uns gelassen. Es dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Genießen Sie den Wald. Oh Gott, wir werden alle sterben! Jetzt fangen Sie doch mal an, mit Ihrem Nachbarn zu sprechen. Aber der weiß halt auch nicht so genau. Irgendjemand schlägt vor, wenn wir uns alle nur ganz leicht machen. Und Sie sind so nervös, Sie wollen wissen, was ist denn da vorne los? Sie gehen diesen Mittelgang im Flugzeug nach vorne. Nicht? Sie kommen aber nicht bis ganz nach vorne, weil da ist ja so ein Vorhang vor der ersten Klasse. Sie ziehen den Vorhang beiseite und sehen, oh, die erste Klasse ist leer. Da sitzt niemand mehr. Da steht nur eine Stewardess, die Sie bisher gar nicht gesehen haben. Die dreht sich um und sagt, keine Sorge, ich habe Physik studiert. Es wird Sie freuen zu hören, dass wir die Menschen der ersten Klasse mit Rettungsschirm in Sicherheit gebracht haben. Eine Frage hätte ich noch, ist in der zweiten Klasse ein Pilot? Nein, kein Problem, dann sprechen Sie mir nach. Vater unser im Himmel. Beste Vater unser im Himmel. Ja. Manche Väter, die hinterlassen wenigstens Briefe. Meiner schreibt E-Mails. Ja. Und die man nicht versteht. Was schreibt mein Vater schon wieder? Er meckert, dass es wohl nicht sein kann, dass 60% der Kursentwicklung der am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10% addiert wird. Genau. Diese Finanzwelt ist wie ein Puzzle. Mit 5000 Teilen. Von einem blauen Himmel. Ist auch kein Wunder, wir haben ja auch wirklich keine Ahnung. Es gibt immer Studien, die letzte Studie sagt, 56% der Deutschen haben keinerlei Ahnung von Finanzen. Die restlichen 64% tun nur so. Ich weiß, dass das 110% sind, das ist ja der 120, okay. Eigentlich sollte ich mit Zahlen umgehen können in Anbetracht der Tatsache, dass ich für ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen arbeite. Oh, vielen Dank, nette Reaktion. Immer ist klar, wenn ich sage, ich arbeite für ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, dann schauen die Leute mich an, als hätte ich gesagt, unter Helmut Kohl war nicht alles schlecht.
Spitzensteuersatz zum Beispiel. Na gut, aber es ist wirklich, ich wollte ja eigentlich gar nicht dahin, ich wollte ja eigentlich Journalist werden, aber ich habe den Kaffee nicht vertragen. Und sehen Sie, ich arbeite auch nicht direkt für das Wirtschaftsprüfungsunternehmen, ich arbeite für deren Stiftung. Und naja, die waren halt bei der Einstellung sehr, ja, die fanden das toll, Geschichtsstudium mit sehr gut abgeschlossen. Und ich möchte jetzt nicht angeben, aber die fanden alles, was ich gemacht habe, also das Praktikum beim Weilheimer Tagblatt, meine Ausdrucksweise und dass mein Vater die Stiftung gegründet hat, hat jetzt nicht negativ. Ja, okay, mein Vater hat die Stiftung gegründet. Jetzt, morgen auf den Tag, genau vor 2 Jahren. Wir wissen alle nicht, warum. Mein Vater war so ein rätselhafter Kerl. Ich wusste als Kind zum Beispiel nie viel über ihn. Ich wusste, er ist Anwalt. Er hat sich auf Wirtschaftsrecht spezialisiert und dann war er bei der WPG. Mehr war mir als Kind auch wurscht. Also andere Kinder fanden das natürlich toll. Oh, dein Papa ist Anwalt. Das muss ja Wahnsinn sein. Ja, ja. Ich war das einzige Kind in der Nachbarschaft, das wusste, dass Zimmer aufräumen im BGB verankert ist. Paragraf 1619, das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört, verpflichtet, in einer seiner Kräfte entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen Dienste zu leisten. Oh, ein paar schreiben sich schon auf. Nein, nein, so. So war das nicht gedacht. Was? Nein, nein. Was glauben Sie, warum ich diesen Satz habe auswendig können müssen? Ich musste mich am Wochenende ja immer für die Woche davor verteidigen. Mama saß im Zeugenstand. Die alte Petze. Und mein Vater hat die Anklageschrift verlesen. So, also der Angeklagte wird beschuldigt, sein Zimmer nicht aufgeräumt zu haben. Ich möchte einen Anwalt sprechen. Der ist schon hier. Ja, aber er ist befangen. Das haben Sie nicht zu entscheiden. Ich gehe vor das Bundesverfassungsgericht. Herr Angeklagter, wenn Sie so weitermachen, gehen Sie gleich ins Bett. Ich möchte vor ein ordentliches Gericht. Ja, Ihren Begriff von ordentlich haben Sie uns in Ihrem Zimmer ja immer wieder demonstriert. Die Demonstration war ordnungsgemäß angemeldet. Ich berufe mich auf die Versammlungsfreiheit. Okay, okay, das Einzige, was Sie versammelt haben, Angeklagter, war Ihr Spielzeug auf großen Haufen. Außerdem war das Tragen von Plastikhandfeuerwaffen ein glatter Verstoß gegen diese Versammlungsfreiheit. Freie Meinungsäußerung steht mir laut Verfassung zu. Okay, freie Meinungsäußerung, ja, das Abfeuern von Schreckschusspistolen, nein. Ich wollte lediglich auf meine desolate Lage hinweisen, indem Sie der Zeugin ein Knalltrauma verpasst haben. Wir konnten ahnen, dass sie draußen vor der Tür lauscht. Hatte sie dafür überhaupt eine richterliche Anordnung? Ja, die hatte sie von mir. Das ist pure Willkür unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren. Das war, das war. Sieben Jahre kein Nachtisch war das Urteil, glaube ich. Ja, trauen Sie nie einem Anwalt. Aber nein, das sollen Sie nicht. Seien Sie nicht so zynisch. Vertrauen Sie. Vertrauen ist sehr wichtig. Vertrauen ist der Anfang von allem. Schön, gell? Wissen Sie, von wem das ist? Deutsche Bank. Habe ich zu meiner Bankberaterin tatsächlich auch gesagt. Ich vertraue Ihnen. Machen Sie mal. Frau Drösel, sehr nette Frau. Nein, nein, sehr nette Frau. Frau Drösel ist sehr nette. Ich wusste bloß nicht, dass es sie gar nicht gibt. Es gibt ja gar keine Bankberater. Das sind alles angestellte Verkäufer. Und Banken verkaufen nur das, womit die selbst Gewinne machen. Das heißt, die suchen sich kein passendes Produkt für den Kunden. Die suchen sich einen passenden Kunden für ihr Produkt. Ah, das wussten Sie schon. Ich hätte das mal wissen sollen, bevor ich 9000 Euro in einen offenen Immobilienfonds investiert habe. Ja, ich... Frau Drösel war so hinterher und wissen Sie, was mein intellektueller Grund war, 9000 Euro zu investieren? Ich wollte, dass sie aufhört anzurufen. Ständig diese Anrufe, Sie müssen etwas tun, Sie müssen Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Ich habe gesagt, junge Frau, Geld arbeitet nicht. Genauso wenig wie Buchstaben.
Oder kennen Sie irgendjemanden, der Buchstaben auf einer Festplatte speichert und dann wartet, bis hinten ein Buch rauskommt? Ja, bis auf Boris Becker. Ja, ich weiß, ich hätte mal meinen Vater mitnehmen sollen. Habe ich jetzt seiner Wirtschaftsexpertise nicht getraut. Ich weiß, er war Wirtschaftsprüfer. Ich weiß, bei welcher Firma. Bei der WPG. Aber ich weiß auch, was diese Firma für Klienten hatte. Nicht? Der Flowtex, Holzmann, Kirchmedia. Was immer bis ganz kurz vor den Untergang waren die mit dabei. Da war alles in Ordnung. Das scheint bei den Wirtschaftsprüfungsunternehmen so eine Art, also eine Kernkompetenz zu sein. Bis kurz vor dem Untergang, bei der Finanzkrise war es ja auch so, da standen die Banken schon längst am Abgrund. Aber was heißt, die standen nicht längst am Abgrund. Die sind ja laut schreiend drauf zugelaufen. Wir können fliegen, wir können fliegen, wir können fliegen. Und die Wirtschaftsprüfungsunternehmen sind daneben gestanden. Ihr könnt fliegen, ihr könnt fliegen, ihr... Der Nächste... Immer klar, was hätten die Wirtschaftsprüfungsunternehmen den Banken auch anderes sagen sollen? Die hatten ja gar keinen Anreiz, genauer hinzugucken. Ja, die wurden ja zu 100% von den Banken bezahlt, die sie dann überprüft haben. Weil ich dachte ja immer, Wirtschaftsprüfer werden fürs Prüfen bezahlt. Gell? Ich bin so naiv. Hier, die Financial Times Deutschland, Gott hab sie selig, gell? Die hat in einer von ihren letzten Ausgaben, die habe ich noch, einen wunderbaren Artikel über Wirtschaftsprüfer geschrieben und da stand dann drin, das ist mein Lieblingssatz, die Prüfung ist heute nur noch das Abfallprodukt der Beratung. Es ist kein Geheimnis, offensichtlich, dass Prüfungen nun zu Dumpingpreisen als Türöffner für Beratermandate benutzt werden. Das ist spannend. Das heißt, die prüfen, dann beraten die. Dann prüfen die ihre eigene Beratung. Hey, das ist Qualität. Bei den Ratingagenturen läuft es ähnlich abstrus. Wenn Sie ein Wertpapier zum Beispiel selber basteln, ja, und wollen das geprüft haben, dann gehen Sie mit einem großen Haufen Geld zur Ratingagentur, geben das denen mit dem Wertpapier und sagen, prüf das mal. Das ist interessant. Gehen Sie mal irgendwo in die Fußgängerzone. Geben Sie irgendjemand, was ich 10.000 Euro in die Hand und sagen Sie, na, ist mein Arsch zu dick? Wenn mir die Antwort gefällt, komme ich wieder. Glauben Sie, dass Sie da eine ehrliche Antwort kriegen? Gut, in Mainz. Aber ansonsten. Ratingagenturen werden ja immer wieder entdeckt. Gell? Die werden immer wieder entdeckt von den Politikern. Alle paar Jahre stellt sich einer hin und sagt, boah, Ratingagenturen, die haben so viel Macht. Pfui. Aber anstatt zu hinterfragen, wie sie diese Macht bekommen haben, Ratingagenturen, jetzt mal ein kurzer Exkurs, sie sind ja bestimmt alle versichert. Und große Versicherungen, ja, die dürfen ihr Geld, vereinfacht gesprochen, nur in sicheren Anlagen investieren. So, wer legt jetzt aber laut Staat und Politik fest, was sichere Anlagen sind? Ratingagenturen. Das heißt, die Politik hat im Prinzip einen Elefanten genommen, ihn in einen Porzellanladen geschoben und gesagt, jetzt schau dich ruhig ein bisschen um. Und jetzt sind die sauer, dass der die Scherben nicht bezahlt. Dabei gibt es eine Menge Scherben zu bezahlen. Diese ganzen Finanzderivate, die zur Finanzkrise geführt haben, unter der wir alle heute noch leiden. Ja, nein, die hatten ja alle AAA-Rating. Das hieß ja AAA, da hieß es ja, wunderbares Zeug, investiert, Macht, vertraut uns. Die Leute haben vertraut, investiert. Billionen von Dollar waren plötzlich weg, weil die Finanzkrise kam. Die Leute sind hingelaufen zu den Ratingagenturen. Was war da los? Was war da los? Was habt ihr gemacht? Und die Ratingagenturen haben sich hingestellt und gesagt, ja, das ist da. Ups. Das war's bisher. Ups, haben die gesagt. Ups. Entschuldigung, ich weiß schon wieder, Ratingagenturen und Finanzderivate, ich fange schon wieder an. Ich sehe schon ein paar. Ich möchte sie nicht. Ach, nur mein Vater hat sich eben am Ende seines Lebens sehr mit Derivaten auseinandergesetzt. Also ziemlich viel sogar. Man hat immer Angst vor solchen Themen, man denkt immer, man versteht es nicht. Das ist so einfach. Derivate, das heißt zum Beispiel, das heißt Ableitung. Ja, das heißt nichts anderes als zum Beispiel, Sie kaufen jetzt nicht die Facebook-Aktie, ne, sondern Sie kaufen ein Wertpapier, das darauf setzt, ob Facebook in Zukunft nach unten oder nach oben geht. Schon haben Sie ein Derivat, ist abgeleitet Ihr Wert von Facebook. Vielleicht noch einfacher, die Financial Times hat das wunderbar geschrieben. Die haben geschrieben, Derivate sind künstliche Wertpapiere,
die außerbörslich gehandelt werden. Es handelt sich nicht um Aktien, sondern um Over-the-Counter-Geschäfte. Sind Sie noch bei mir? Das ist ganz einfach. Das heißt nämlich keine Aktien. Das heißt, es gibt keine Börsenaufsicht. Diese Derivate gehen, vereinfacht gesprochen, direkt zwischen den Banken über die Ladentheke. Over-the-Counter. Früher hieß das under the table. Heute schämen die sich nicht mehr genug. Hier, diese Derivate, ich weiß, die hatten mal einen realen Hintergrund und da haben sich Landwirte absichern können gegen Ernteausfall, alles klar. Nur dann hat man so lange an den Stellschrauben gedreht, bis heute die Financial Times schreiben muss, Derivate, das sind nichts anderes als Pferdewetten. Und das stimmt, Derivate sind Wetten, Wettscheine. Sie können wetten auf alles, auf Aluminium, auf Rohstoffe, überhaupt Getreide. Sie können wetten auf das Wetter. Von morgen, nicht von gestern, sonst hätten Sie eine Chance. Sie können natürlich auch wetten auf stagnierende Seitwärtsmärkte. Stagnierende Seitwärtsmärkte, ich weiß nicht, was das heißt, aber es macht mich hibbelig, der Begriff. Warum bin ich so aufgeregt bei diesem Thema? Weil Realwirtschaft, ja, und Finanzwirtschaft so auseinanderdrängen. Das ist ja als Beispiel, was wir mit unserer Hände Arbeit als Menschen an Wert schöpfen können. Alle Menschen auf diesem Planeten in einem Jahr zusammengenommen. Das kann man ungefähr berechnen. Das sind 70 Billionen Dollar. Ungefähr. Komma drei. Wissen Sie, wie hoch das Volumen des Derivatehandels derzeit ist? 700 Billionen Dollar. 700 Billionen Dollar. Es heißt immer, es ist kein Geld da. Doch, es ist Geld da. Es steckt nur im Pferdewetten. Und wenn Sie so Investmentbanker fragen, sag mal ganz ehrlich, wozu braucht denn diese ganzen Derivate? Da kommt ja immer eine Antwort. Wissen Sie, damit wird Risiko strukturiert und begrenzt. Hat ja bisher prima geklappt. Bis kurz vor die Finanzkrise haben wir das Risiko so fein strukturiert, dass wirklich jeder eine Scheibe davon hat abbekommen können. Lassen Sie sich das nie wieder erzählen, dass es nur Risikobegrenzung ist. Nein, Derivate, das sind erstmal Rechenoperationen. Ja? Investmentbanken foltern Zahlen so lange, bis die Rendite versprechen, die diese Banken hören möchten. Das ist eine Form von finanziellem Waterboarding. Auch eine Form von Finanzalchemie. Investmentbanken stopfen oben ihre Schlachtabfälle rein und unten kommen Walnusskerne raus. Müsste auf den Derivaten auch draufstehen, kann Spuren von Geld enthalten. Ich lese Ihnen mal so ein Derivat vor, dass Sie mal nur ungefähr so einen Eindruck kriegen. Das hat sich ein Rentner ins Depot legen lassen. Und das klingt dann ungefähr so. Bonus-Garantieanleihen stellen je nach Ausstattung in Abhängigkeit von der Kursentwicklung eines zugrunde liegenden Baskets einen variablen bzw. einen im Rahmen einer Zinsstaffelung fix vorgegebenen Coupon in Aussicht, wobei sich der Zinssatz entweder an der kleinsten absoluten positiven oder negativen Performance eines einzelnen Korbwertes oder an der tatsächlichen Kursentwicklung... Ich überspringe mal zwei Seiten... Laufzeit, in dem 60% der Kursentwicklung der seit Emission am schlechtesten performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10% addiert wird. Ah, fertig. Das ist ganz schön viel Arbeit, um so einem Rentner sein Geld aus der Tasche zu ziehen. Nicht? Aber klar, wenn es jeder verstehen würde, wird es ja auch nicht mehr funktionieren. Nicht? Finanzderivate, das ist im Prinzip die organisierte Suche nach dem größten Deppen. Und es funktioniert gut. Wir waren damals 14, wir haben am Dorf haben wir Sachen verkauft. Wir haben Haschischkekse verkauft. Nicht? Eine ganze Dorfjugend war high auf Oregano, weil die wussten nicht, was da drin ist. Und das ist das Geheimnis von den Derivaten. Die wissen nicht mehr, was da drin ist. Wissen Sie, wer das ausrechnet, diese Rechenoperation? Das sind ja nicht mehr Mathematiker. Die Investmentbanken holen sich dafür Astrophysiker. Kein Witz, Astrophysiker. Menschen wie Stephen Hawking rechnen das aus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat geschrieben, selbst professionelle Händler bräuchten inzwischen seherische Fähigkeiten, um herauszufinden, worauf sie überhaupt gewettet haben. Das müssen Sie mal vorstellen. Sie haben eine Pferdewette. Ja? Sie wetten. So, Sie wissen jetzt nur nicht so genau, wo die Rennstrecke liegt. Sie wissen auch nicht genau, ob es einen Jockey gibt. Sie wissen auch nicht ganz, wenn Sie ehrlich sind, wissen Sie nicht, ob es ein Pferd gibt. Und wenn es ein Pferd gibt, wissen Sie nicht, wann es läuft, ob es läuft. Und wenn es läuft, wissen Sie nicht, in welche Richtung. Ja, wo laufen Sie denn?
Und unter diesen Voraussetzungen haben Bankberater dieses Zeug empfohlen, haben die Banken untereinander das gehandelt und haben unsere Landesbanker mit unseren Steuermilliarden in der Hinterhand gesagt, wir wollen da auch mitmachen. Landesbanker, das müssen Sie wissen, die haben vorher regionalen Schraubenherstellern Geld geliehen. Das ist ihr Level of Expertise. Und dann haben sie sich gedacht, Astrophysik, was kann schon schiefgehen? Ich wäre so gern Mäuschen gewesen, zum Beispiel bei der Bayerischen Landesbank. Die haben sich Derivate gekauft damals, unglaublich. Wie lief das ab? Kommt da in die Vorstandssitzung jemand rein und sagt, grüß Gott, wir müssen auch in den wir müssen auch in den Markt hinein. Das klingt interessant. Und warum? Ja, das machen alle. Und außerdem ist große Wachstumschancen drin. Ah, und wie funktioniert das mit den Derivaten? Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben hier ein Computerprogramm und das hat uns die Investmentbank, die das Wertpapier ausgerechnet hat, uns zur Verfügung gestellt. Und also das funktioniert so, wir haben hier oben eine Maske und da geben wir eine Zahl ein und dann drücken wir auf Enter und dann erscheint dort unten eine andere Zahl und die ist größer. So funktioniert es. Weißt, man kann diesen kleinen Deppen schon fast gar nicht mehr böse sein, so blöd war die. Den großen Deppen im Business könnte man böse sein, weil sie das Risiko nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten. Ben Bernanke, oberster Währungshüter der USA, Chef der US-Notenbanken. Das ist der Pilot, der unser Flugzeug fliegt. Der Mann war ja vor der Finanzkrise am Ruder, ist es jetzt immer noch. Und er hat sich tatsächlich ganz kurz vor der großen Kernschmelze im Finanzwesen hingestellt und mit Hinblick auf die Derivate gesagt, wissen Sie, wir erleben jetzt eine Ära der Stabilität und Beruhigung. Am Tag vor Weihnachten fühlen sich die Gänse am wohlsten. Danke. Sagen Sie, wie war das, der letzte Satz von dem Derivat, das ich Ihnen vorgelesen hatte? Okay, dann musst du mal ganz, irgendwas mit 60%, gell? In dem 60% der Kursentwicklung, der Moment, das ist doch dasselbe, was mein Vater in der E-Mail an Dr. Gump wissen wollte. Das 60% der Kursentwicklung der am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10%. Entschuldigung, was stand in dem Artikel? Kein Wunder, dass niemand mehr begriff, was er sich da überhaupt ins Depot holte. Ja, das haben wir jetzt verstanden. Derivate wie Rose 4 oder Rose 4 und Lorelei 3 waren so strukturiert, dass Stiftungen, Gemeinden und Sparkassen das Risiko nicht erkennen konnten. Sie erlitten Verluste in Milliardenhöhe. Rose als Name, das ist wieder typisch für so ein... Hey. Ich meine, Lorelei waren sie immerhin ehrlich. Eine Nixe, die mit ihrem Gesang alle Schiffe auf tödliche Felsen lockt, bis sie dann... Nixe 3. Lorelei 3 ist... Nixe 3 ist N3. Warte mal. Mein Vater hat Dr. Gump in den E-Mails immer wieder gewarnt, aber Dr. Gump hat nur geschrieben, die Nixe muss laufen. Und mein Vater fragt, warum? Und Dr. Gump schreibt, aus 200.000 schönen Gründen. Nicht wenige Wirtschaftsprüfer waren bereit, das Spiel mitzuspielen. Zwar mussten sie von den Banken teuer bezahlt werden, aber immer wieder bestätigten sie die Eignung bestimmter Derivate. Ja klar, man muss sich nicht wundern bei den Sicherheitsmechanismen, die wir da eingestreut haben. Die Wirtschaftsprüfer machen la 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 la. Die Ratingagenturen machen la 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 la. Gut, wenn sie sagen, Moment, alle... Banken, die mit Derivaten gehandelt haben, die haben doch so Aufsichtsräte. Wissen Sie, was man heutzutage braucht, um Aufsichtsrat werden zu können? Sie müssen volljährig sein und geschäftsfähig. Kriegt selbst Lothar Matthäus hin. Wissen Sie was? Ich trinke auf Herrn Dr. Gump, auf dass seine Nixe besser schwimmt. Und ich trinke auf meinen Vater, auf 200.000 schöne Gründe.
Oh, Frau Drösel muss ich noch trinken. Die hat sich bei mir gemeldet. Frau Drösel, die hat gesagt, ja, Herr Neumann, Folgendes, wegen des offenen Immobilienfonds, rief sie an. Und dieser offene Immobilienfonds, sie wollte mir nur mitteilen, der wäre jetzt nicht mehr ganz so offen. Er wäre viel mehr geschlossen. Und da käme man jetzt schlecht mehr dran. 9.000 Euro wäre viel Geld, aber viel Glück beim nächsten Mal. Ich war so, als sie mir das, ich war so, 9.000 Euro, wie sie, hätte ich in kürzester Zeit 9.000 Euro verlieren wollen. Das hätte ich auch allein geschafft. Da hätte jetzt ich keine Bank zugebraucht. Weißt du, da hätte ich mich in Honig eingerieben, mich in Geld gewälzt und wäre dann nackt durchs Frankfurter Bahnhofsviertel marschiert. Da hätte wenigstens ein bisschen Spaß gehabt dabei. Boah, das haut rein. Klar, ich bin noch mal hin zur Frau Drösel. Habe ich gesagt, vielen Dank, Frau Drösel, für Ihre Tipps. Hat sie gesagt, ich habe Sie doch hingewiesen auf die Risiken dieser Anlageform. Habe ich gesagt, ja, 2 Sekunden. Den Rest der Zeit haben Sie Bildchen gemalt von Pyramiden, die wir zusammenbauen werden. Goldene Pharaonenmasken sind vor meinem inneren Auge erstanden. Ich war Cäsar. Ich habe mit Kleopatra in Milch gebadet. Es war wie ein Märchen. Aber bei Bankberatern, um die zu verstehen, brauchen sie andere Märchen. Kennen Sie dieses Tischlein deck dich? Da kriegt doch so ein Typ, der kriegt doch so ein Esel geschenkt. Ne? Und den, wenn er auf dem Tischtuch stellt, den Esel, und ruft, Brickle Brit. Dann speit der Esel Gold. Wenn Sie mal wieder nicht verstanden haben, was Ihr Bankberater gerade zu Ihnen gesagt hat, war es bestimmt Brickle Brit. Was glauben Sie, wo dieser Spruch herkommt, Kleinvieh macht auch Mist? Hä? Weil wir Kleinsparer machen ja Unmengen von Mist. Wir denken immer, wir können da nichts dazu zu den Finanzmärkten. Tja, tja, kleine Riester-Rente hier, offene Immobilienfonds da. Oder sie lassen ihr Geld bei einer Bank liegen, wo sie nicht wissen, was sie damit machen. Schon sind wir da. Wir sind dabei. Wir sind das Plankton. Im Meer der Finanzhaie. 9.000 Euro. 9.000! Mir geht's nicht ums Geld. Okay, mir geht's ums Geld. Aber das ist doch nur, das ist doch so ein 9.000, das ist so eine Hilflosigkeit, oder? Man möchte was machen, aber was willst du machen? Diese Bank. Neulich hat ein Bekannter gesagt, ich verklag meine Bank. Ja, sicher, sagt das Plankton zum Hai. Ich mach dich fertig. Wenn man sich das alles anschaut, diese Sicherheitsmechanismen und so, dann muss man sich echt an den Kopf fassen. Ey. Weißt du, ich meine, ich war so naiv. Als Kind habe ich immer wieder gedacht, da draußen, da sitzen bestimmt ein paar Erwachsene. Die passen schon drauf auf, dass diese Welt nicht vor die Hunde geht. Und wissen Sie was? Da ist keiner. Prost. Habe ich zu meiner Bankberaterin tatsächlich auch gesagt. Ich vertraue Ihnen, machen Sie mal. Frau Drösel, sehr nette Frau. Nein, sehr nette Frau. Frau Drösel ist sehr nette. Ich wusste bloß nicht, dass es sie gar nicht gibt. Es gibt ja gar keine Bankberater. Das sind alles angestellte Verkäufer. Und Banken verkaufen nur das, womit die selbst Gewinne machen. Das heißt, die suchen sich kein passendes Produkt für den Kunden. Die suchen sich einen passenden Kunden für ihr Produkt. Ah, das wussten Sie schon. Ich hätte das mal wissen sollen, bevor ich 9.000 Euro in einen offenen Immobilienfonds investiert habe. Frau Drösel war so hinterher und wissen Sie, was mein intellektueller Grund war, 9.000 Euro zu investieren? Ich wollte, dass sie aufhört anzurufen. Ich,
ständig diese Anrufe. Sie müssen etwas tun. Sie müssen ihr Geld für sich arbeiten lassen. Ich habe gesagt, junge Frau, Geld arbeitet nicht. Genauso wenig wie Buchstaben. Oder kennen Sie irgendjemanden, der Buchstaben auf einer Festplatte speichert und dann wartet, bis hinten ein Buch rauskommt? Ja, bis auf Boris Becker. Ja, ich weiß, ich hätte mal meinen Vater mitnehmen sollen. Habe ich jetzt seiner Wirtschaftsexpertise nicht getraut. Ich weiß, er war Wirtschaftsprüfer. Ich weiß, bei welcher Firma. Bei der WPG. Aber ich weiß auch, was diese Firma für Klienten hatte. Nicht? Der Flowtex, Holzmann, Kirchmedia. Was immer bis ganz kurz vor den Untergang waren die mit dabei. Da war alles in Ordnung. Das scheint bei den Wirtschaftsprüfungsunternehmen so eine Art, also eine Kernkompetenz zu sein. Bis kurz vor dem Untergang. Bei der Finanzkrise war es ja auch so, da standen die Banken schon längst am Abgrund. Aber was heißt, die standen nicht längst am Abgrund. Die sind ja laut schreiend drauf zugelaufen. Wir können fliegen, wir können fliegen, wir können fliegen. Und die Wirtschaftsprüfungsunternehmen sind daneben gestanden. Haben, ihr könnt fliegen, ihr könnt fliegen, ihr... Der Nächste... Mal klar, was hätten die Wirtschaftsprüfungsunternehmen den Banken auch anderes sagen sollen? Die hatten ja gar keinen Anreiz, genauer hinzugucken. Ja, die wurden ja zu 100% von den Banken bezahlt, die sie dann überprüft haben. Weil ich dachte ja immer, Wirtschaftsprüfer werden fürs Prüfen bezahlt. Gell? Ich bin so naiv. Hier, die Financial Times Deutschland, Gott hab sie selig, gell? Die hat in einer von ihren letzten Ausgaben, die habe ich noch einen wunderbaren Artikel über Wirtschaftsprüfer geschrieben und da stand dann drin, das ist mein Lieblingssatz, die Prüfung ist heute nur noch das Abfallprodukt der Beratung. Es ist kein Geheimnis, offensichtlich, dass Prüfungen nun zu Dumpingpreisen als Türöffner für Beratermandate benutzt werden. Das ist spannend. Das heißt, die prüfen, dann beraten die. Dann prüfen die ihre eigene Beratung. Hey, das ist Qualität. Bei den Ratingagenturen läuft es ähnlich abstrus. Wenn Sie ein Wertpapier zum Beispiel selber basteln, ja, und wollen das geprüft haben, dann gehen Sie mit einem großen Haufen Geld zur Ratingagentur, geben das denen mit dem Wertpapier und sagen, prüf das mal. Das ist interessant. Gehen Sie mal irgendwo in die Fußgängerzone. Geben Sie irgendjemandem, was ich 10.000 Euro in die Hand und sagen Sie, na, ist mein Arsch zu dick? Wenn mir die Antwort gefällt, komme ich wieder. Glauben Sie, dass Sie da eine ehrliche Antwort kriegen? Gut, in Mainz. Aber ansonsten... Ratingagenturen werden ja immer wieder entdeckt, gell? Die werden immer wieder entdeckt von den Politikern, alle paar Jahre stellt sich einer hin und sagt, boah, Ratingagenturen, die haben so viel Macht. Pfui. Aber anstatt zu hinterfragen, wie sie diese Macht bekommen haben, Ratingagenturen, jetzt mal ein kurzer Exkurs, sie sind ja bestimmt alle versichert. Große Versicherungen, ja, die dürfen ihr Geld vereinfacht gesprochen nur in sicheren Anlagen investieren. So, wer legt jetzt aber laut Staat und Politik fest, was sichere Anlagen sind? Ratingagenturen. Das heißt, die Politik hat im Prinzip einen Elefanten genommen, ihn in einen Porzellanladen geschoben und gesagt, jetzt schau dich ruhig ein bisschen um. Und jetzt sind die sauer, dass der die Scherben nicht bezahlt. Dabei gibt es eine Menge Scherben zu bezahlen. Diese ganzen Finanzderivate, die zur Finanzkrise geführt haben, unter der wir alle heute noch leiden. Ja? Nein, die hatten ja alle AAA-Rating. Das hieß ja AAA. Da hieß es ja, wunderbares Zeug, investiert, Macht, vertraut uns. Die Leute haben vertraut, investiert. Billionen von Dollar waren plötzlich weg, weil die Finanzkrise kam. Die Leute sind hingelaufen zu den Ratingagenturen. Was war da los? Was war da los? Was habt ihr gemacht? Und die Ratingagenturen haben sich hingestellt und gesagt, ja, das ist ups. Das war's bisher. Ups, haben die gesagt. Ups. Entschuldigung, ich weiß schon wieder, Ratingagenturen und Finanzderivate, ich fange schon wieder an. Ich sehe schon ein paar. Ich möchte sie nicht. Ach, nur mein Vater hat sich eben am Ende seines Lebens sehr mit Derivaten auseinandergesetzt. Also ziemlich viel sogar. Man hat immer Angst vor solchen Themen, man denkt immer, man versteht es nicht. Das ist so einfach. Derivate, das heißt zum Beispiel, das heißt Ableitung. Ja, das heißt nichts anderes als zum Beispiel, Sie kaufen jetzt nicht die Facebook-Aktie, sondern Sie kaufen ein Wertpapier, das drauf setzt, ob Facebook in Zukunft nach unten
oder nach oben geht. Schon haben Sie ein Derivat, ist abgeleitet, Ihr Wert von Facebook. Vielleicht noch einfacher, die Financial Times hat das wunderbar geschrieben. Die haben geschrieben, Derivate sind künstliche Wertpapiere, die außerbörslich gehandelt werden. Es handelt sich nicht um Aktien, sondern um Over-the-Counter-Geschäfte. Sind Sie noch bei mir? Das ist ganz einfach, das heißt nämlich keine Aktien. Das heißt, es gibt keine Börsenaufsicht. Diese Derivate gehen vereinfacht gesprochen direkt zwischen den Banken über die Ladentheke. Over the counter. Früher hieß das under the table. Heute schämen die sich nicht mehr genug. Hier, diese Derivate, ich weiß, die hatten mal einen realen Hintergrund und da haben sich Landwirte absichern können gegen Ernteausfall, alles klar. Nur dann hat man so lange an den Stellschrauben gedreht, bis heute die Financial Times schreiben muss, Derivate, das sind nichts anderes als Pferdewetten. Und das stimmt, Derivate sind Wetten, Wettscheine. Sie können wetten auf alles, auf Aluminium, auf Rohstoffe, überhaupt Getreide. Sie können wetten auf das Wetter. Von morgen, nicht von gestern, sonst hätten Sie eine Chance. Sie können natürlich auch wetten auf stagnierende Seitwärtsmärkte. Stagnierende Seitwärtsmärkte. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es macht mich hibbelig, der Begriff. Warum bin ich so aufgeregt bei diesem Thema? Weil Realwirtschaft und Finanzwirtschaft so auseinanderdrängen. Das ist ja als Beispiel, was wir mit unserer Hände Arbeit als Menschen an Wert schöpfen können. Alle Menschen auf diesem Planeten in einem Jahr zusammengenommen. Das kann man ungefähr berechnen. Das sind 70 Billionen Dollar. Ungefähr. Komma drei. Wissen Sie, wie hoch das Volumen des Derivatehandels derzeit ist? 700 Billionen Dollar. 700 Billionen Dollar. Das heißt immer, es ist kein Geld da. Doch, es ist Geld da. Nachrichten, die wir da hören aus der Finanzwelt, das kommt da. Finanzkrise, Eurokrise, Schuldenkrise, Wirtschaftskrise. Die Welt steht vor dem Abgrund. Und man selber, zumindest in Deutschland, kann jetzt zunächst erstmal nichts anderes tun, als aus dem Fenster schauen und sieht, aha, die Straßenbahn fährt noch. Die Leute gehen einkaufen, aber so richtig sicher fühlt man sich nicht mehr in diesem Finanzsystem. Es ist so ein bisschen, als säßen wir alle zusammen am großen Flugzeug, angeschnallt auf unserem Platz, das Flugzeug fliegt, so ein leises Brummen in der Luft, so. Aber immer wieder meldet sich von vorne das Cockpit, die Piloten, mit irgendwelchen Horrornachrichten. Oh Gott, wir stürzen ab, wir stürzen bestimmt gleich ab, gleich stürzen wir ab. Aber das Flugzeug fliegt weiter. Jetzt kommt eine Stewardess, die bringt Ihnen einen Kaffee. Na, da meldet sich schon wieder von vorne das Cockpit. Oh Gott, mein Co-Pilot ist abgesprungen. Ich kann die Instrumente nicht lesen. Ah! Nach wie vor erscheint Ihnen irgendwie alles normal. Jetzt kommt die nächste Stewardess vorbei und bringt Ihnen ein Kissen. Als ob Sie schlafen könnten nach den Nachrichten und dem Kaffee. Aber gut, Sie probieren es trotzdem, sich in diesem Sitz irgendwie bequem zu machen. Da meldet sich von vorne schon wieder das Cockpit. Meine Damen und Herren, wir haben die Turbulenzen jetzt hinter uns gelassen. Es dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Genießen Sie den Wald. Oh Gott, wir werden alle sterben! Jetzt fangen Sie doch mal an, mit Ihrem Nachbarn zu sprechen. Aber der weiß halt auch nicht so genau. Irgendjemand schlägt vor, wenn wir uns alle nur ganz leicht machen. Und Sie sind so nervös, Sie wollen wissen, was ist denn da vorne los? Sie gehen diesen Mittelgang im Flugzeug nach vorne. Nicht? Sie kommen aber nicht bis ganz nach vorne, weil da ist ja so ein Vorhang vor der ersten Klasse. Sie ziehen den Vorhang beiseite und sehen, oh, die erste Klasse ist leer. Da sitzt niemand mehr. Da steht nur eine Stewardess, die Sie bisher gar nicht gesehen haben. Die dreht sich um und sagt, keine Sorge, ich habe Physik studiert. Es wird Sie freuen zu hören, dass wir die Menschen der ersten Klasse mit Rettungsschirmen in Sicherheit gebracht haben. Eine Frage hätte ich noch, ist in der zweiten Klasse ein Pilot? Nein, kein Problem, dann sprechen Sie mir nach. Vater unser im Himmel.
Weißt du, Vater unser im Himmel. Ja. Manche Väter, die hinterlassen wenigstens Briefe. Meiner schreibt E-Mails. Ja. Und die man nicht versteht. Was schreibt mein Vater schon wieder? Er meckert, dass es wohl nicht sein kann, dass 60% der Kursentwicklung der am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10% addiert wird. Genau. Diese Finanzwelt ist wie ein Puzzle mit 5000 Teilen von einem blauen Himmel. Das ist auch kein Wunder. Wir haben ja auch wirklich keine Ahnung. Es gibt immer Studien. Die letzte Studie sagt, 56% der Deutschen haben keinerlei Ahnung von Finanzen. Die restlichen 64% tun nur so. Ich weiß, dass das 110% sind. Das ist ja der 120, okay. Eigentlich sollte ich mit Zahlen umgehen können in Anbetracht der Tatsache, dass ich für ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen arbeite. Oh, vielen Dank, nette Reaktion. Immer ist klar, wenn ich sage, ich arbeite für ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, dann schauen die Leute mich an, als hätte ich gesagt, unter Helmut Kohl war nicht alles schlecht. Spitzensteuersatz zum Beispiel, na gut. Aber es ist wirklich, ich wollte ja eigentlich gar nicht dahin, ich wollte ja eigentlich Journalist werden, aber ich habe den Kaffee nicht vertragen. Und sehen Sie, ich arbeite auch nicht direkt für das Wirtschaftsprüfungsunternehmen, ich arbeite für deren Stiftung. Und naja, die waren halt bei der Einstellung sehr... Ja, die fanden das toll, Geschichtsstudium mit sehr gut abgeschlossen. Und ich möchte jetzt nicht angeben, aber die fanden alles, was ich gemacht habe. Also das Praktikum beim Weilheimer Tagblatt, meine Ausdrucksweise und dass mein Vater die Stiftung gegründet hat, hat jetzt nicht negativ... Ja, okay, mein Vater hat die Stiftung gegründet. Jetzt, morgen auf den Tag, genau vor 2 Jahren. Wir wissen alle nicht, warum. Mein Vater war so ein rätselhafter Kerl. Ich wusste als Kind zum Beispiel nie viel über ihn. Ich wusste, er ist Anwalt. Er hat sich auf Wirtschaftsrecht spezialisiert und dann war er bei der WPG. Mehr war mir als Kind auch wurscht. Also andere Kinder fanden das natürlich toll. Oh, dein Papa ist Anwalt, das muss ja Wahnsinn sein. Ja, ja. Ich war das einzige Kind in der Nachbarschaft, das wusste, dass Zimmer aufräumen im BGB verankert ist. Paragraph 1619, das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört, verpflichtet, in einer seiner Kräfte entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen Dienste zu leisten. Oh, ein paar schreiben sich schon auf. Nein, so. So war das nicht gedacht. Nein. Was glauben Sie, warum ich diesen Satz habe auswendig können müssen? Ich musste mich am Wochenende ja immer für die Woche davor verteidigen. Mama saß im Zeugenstand. Die alte Petze. Mein Vater hat die Anklageschrift verlesen. So, also der Angeklagte wird beschuldigt, sein Zimmer nicht aufgeräumt zu haben. Ich möchte einen Anwalt sprechen. Der ist schon hier. Ja, aber er ist befangen. Das haben Sie nicht zu entscheiden. Ich gehe vor das Bundesverfassungsgericht. Herr Angeklagter, wenn Sie so weitermachen, gehen Sie gleich ins Bett. Ich möchte vor ein ordentliches Gericht. Ja, Ihren Begriff von ordentlich haben Sie uns in Ihrem Zimmer ja immer wieder demonstriert. Die Demonstration war ordnungsgemäß angemeldet. Ich berufe mich auf die Versammlungsfreiheit. Okay, das Einzige, was Sie versammelt haben, Angeklagter, war Ihr Spielzeug auf großen Haufen. Außerdem war das Tragen von Plastikhandfeuerwaffen ein glatter Verstoß gegen diese Versammlungsfreiheit. Freie Meinungsäußerung steht mir laut Verfassung zu. Okay, freie Meinungsäußerung ja, das Abfeuern von Schreckschusspistolen nein. Ich wollte lediglich auf meine desolate Lage hinweisen, indem Sie der Zeugin ein Knalltrauma verpasst haben. Wir konnten ahnen, dass sie draußen vor der Tür lauscht. Hatte sie dafür überhaupt eine richterliche Anordnung? Ja, die hatte sie von mir. Das ist pure Willkür unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren. Das war. Sieben Jahre kein Nachtisch war das Urteil, glaube ich. Ja. Vertrauen Sie nie einem Anwalt. Aber nein, das sollen Sie nicht. Seien Sie nicht so zynisch. Vertrauen Sie. Vertrauen ist sehr wichtig. Vertrauen ist der Anfang von allem.
Schön, gell? Wisst ihr, von wem das ist? Deutsche Bank. Ich weiß, dass das ein Zeitschloss ist. Ja, aber warum, habe ich mich gefragt, wenn man schon so eine sauteure Tresortür installiert, inklusive Überwachungskameras, warum hat es da nicht noch, was sich für ein paar Sensoren gereicht, die überprüfen, ob nicht doch noch ein Kunde im Tresorraum ist, bevor sich der Grabstein vor die Höhle rollt? Ja, wissen Sie, wenn ich gewusst hätte, dass ich heute Abend wieder auferstehen muss, hätte ich vorher noch ein Abendmahl zu mir genommen. Da hätte ich halt nicht zu kurz vor Geschäftsschluss kommen sollen. Das ist eine tolle Logik. Nein, denk mal das mal weiter. Nehmen wir mal an, jemand wird angefahren auf der Straße, der Krankenwagen kommt, nicht? Er landet dann im Krankenhaus, der Arzt schaut sich das an und sagt, oh, damit hätten Sie jetzt aber ein bisschen früher kommen müssen. Glauben Sie, dass zwischen den beiden eine gute Beziehung... Ich bin nicht gereizt. Nein, Sie müssen niemanden informieren über mein Unglück. Informieren Sie sich lieber selber, wann genau die Tresortür wieder aufgeht. Ja, weil vielleicht morgen früh ist mir persönlich als Information ein bisschen zu dünn. Ja, ich warte. Was sonst? Da hätten Sie halt nicht so kurz vor Geschäftsschluss kommen sollen. Witzbold, versuchen Sie mal bei einer Bank nicht kurz vor Geschäftsschluss zu kommen. Nein, die haben immer Geschäftsschluss. Sie können da... Entschuldigung, bitte. Um 7.30 Uhr, das ist nicht ernst, das sind ab jetzt noch 13 Stunden, wenn Sie... Nein, ich habe nicht meine Hände benutzt. Wieso? Ach so, Sie können mich ja... Hallo. Bin ich eigentlich schwarz-weiß auf Ihrem Überwachungsmonitor? Ja. Toll, so eine Art Stummfilm, was? Was heißt, wenn es nur so wäre? Hören Sie, bitte? Das ist eine Flasche Whisky. Ja, die hat mein Vater hier unten eingesperrt. Oh, wenn Sie unsere Mutter kennen würden, wären Sie nicht so überrascht. Bitte, nein, mein Vater ist vor einiger Zeit verstorben und wir haben jetzt sein Schließfach geräubert. Oh, na, vielen Dank, das ist nicht notwendig. Das, hören Sie, das ist sehr lieb von Ihnen, aber das ausführlichste Gespräch, was ich mit meinem Vater jemals hatte, war, kannst du mir mal das Salz geben? Nichts, er hat mir Salz gegeben. Ja, das sind alles Unterlagen aus seiner Zeit als Wirtschaftsprüfer. Und warten Sie, Sie arbeiten bei einer Bank, vielleicht können Sie mir helfen. Was, ich habe nämlich lauter so E-Mails von meinem Vater an Dr. Gump. Das ist jetzt egal, wer das ist, aber er schreibt... Nein, mein Vater schreibt es. dn@wpg.de. Dieter Neumann, DN. Ach, WPG ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für die er geantwortet. Jetzt ist es doch nicht so wichtig. Er schreibt an Dr. Gump und Sie sollen mir den Satz übersetzen, weil das ist dieses Finanzsprech. Pass auf, mein Vater schreibt, Gesprächsbedarf wegen N3. Nein, ich glaube nicht, dass das was mit Schiffe versenken zu tun hat. Hören Sie, nein, vielen Dank. Das ist eh nicht gerade Stoff für eine packende Rede. Ja, ich soll eine Rede halten. Über meinen Vater, ja. Morgen früh, 10:30, Riesen, Sektempfang und Hotel und ein... Nein, ich habe die Rede noch nicht fertig. Oh, vielen Dank, ich weiß, ich bin spät dran. Lassen Sie mich raten, ich hätte früher anfangen müssen, ja? Nein, Sie haben recht, ich kann die Rede hier vermutlich jetzt auch zu Ende schreiben, ja. Von wegen in Ruhe. Ich habe Ihnen auch gesagt, hinten aus dem Lüftungsschacht kommt so ein ganz komisches Geräusch, wie die FDP beim Wahlabend gemacht hat. Ja, so ein Seufzen. Ja, wo, da, ja, gehen Sie mal nachschauen. Weil, und wenn Sie schon nachschauen gehen, könnten Sie mir noch einen Bademantel aufs Zimmer schicken lassen. Mir wird ein bisschen... Hallo? Kein Humor. 13 Stunden. Gut, für 20 Minuten Rede, das müsste ich hinbekommen. Ich soll nicht viel sagen, ich soll ein bisschen was sagen über die Verdienste meines Vaters bei der WPG. Und dann soll ich halt auch leider noch ein bisschen Stellung nehmen zu einem Thema. Ja, man hat mich gebeten, ich soll was sagen zu Chancen an den Finanzmärkten mit Hilfe von Finanzderivaten. So habe ich auch reagiert. Och, ich sag's Ihnen, schreiben Sie mal eine packende Rede über jemanden, dessen größtes Hobby es offensichtlich war, Excel-Tabellen zu verschicken. Hier, Dr. Gump schreibt meinem Vater, er melde sich schnellstmöglich. Und mein Vater schreibt dann Finanzsprech zurück. Dringend, die Nixe 3 ist nix. Okay, nehmen wir mal an, zwei reifere Geschäftsleute unterhalten sich hier über die Funktionstüchtigkeit von Meerjungfrauen. Warum ist nur die dritte Nixe nix?
sind die anderen zwei in Ordnung. Was hat die dritte Nixe? Schuppen. Finanzmärkte und meinen Vater, du. Das sind die beiden Themen, zu denen habe ich in meinem Leben am allerwenigsten zu sagen. Es wird eine Rede werden morgen früh. Ich sehe die ja schon alle vor mir sitzen. Deutsche Bank, Commerzbank, die Großkopferten. Dr. Gumpf wird auch da sein, ja. Das ist ein Kollege von meinem Vater gewesen früher. Also nicht so sehr Kollege, mehr Erzfeind. Dr. Gumpf ist so ein, den von außen schon, der trägt immer Sonnenbrille. Das ist ein Typ, immer Sonnenbrille, egal bei welchem Wetter. Sonnenbrille, verspiegelte Sonnenbrille mit den Spiegeln innen. Dann steht er immer da mit seinem Smartphone, breitbeinig. Und dann kommt immer was Provokantes. Er nennt mich ja gern Junior. Kommt immer sowas. Junior! Junior, sag mal, was spricht denn eigentlich gegen den Kapitalismus? Ich sage, Gegenfrage, Herr Dr. Gump, was spricht denn für den Kapitalismus? Er sagt, Junior, mein Lebensstandard. Viele halten Herrn Dr. Gump jetzt für einen feinen Menschen. Geld, weil sie sagen, ach, der spendet so gerne. die Schecks, die der überreicht, sind so groß, die können sie mit bloßem Auge vom Weltall aus erkennen. Er hält die auch immer so schräg, falls Google Earth mal wieder Fotos macht. Sie haben ja recht, vielleicht passiert ja wirklich was Gutes mit dem Geld. Aber ich weiß nicht, ob so eine gute Idee ist, immer mehr Menschen wie Herrn Dr. Gump die Entscheidung zu überlassen, wem mit so viel Geld geholfen werden darf. Und du triffst ihn überall auf diesen Spendengalas. Die heißen die ja gar nicht mehr. Das sind jetzt Charity Events. Charity Events, wenn Lachsröllchen auf parfümierte Gäste treffen. Es riecht, als wäre ein Fisch gestorben. Die anderen Fische hätten Blumen geschickt. Wirklich Finanzmärkte als Thema. Ich habe so viel gelesen dazu, aber je mehr ich gelesen habe, desto weniger habe ich verstanden. Geht Ihnen das auch so? Ich bin ja auch nicht vorbereitet worden in der Schule. Was hatten wir in der Schule zum Thema Finanzen? Da hatten wir, glaube ich, ein Jahr lang hatten wir Wirtschaft und Recht im Gymnasium. Ein Jahr Wirtschaft und Recht. Gut, da haben wir immerhin gelernt, dass Wirtschaft und Recht offensichtlich zwei getrennte Phänomene sind. Ein berühmter Aphoristiker hat man mal gefragt, ob man Wirtschaftsethik studieren soll. Hat er gesagt, da müssen Sie sich schon entscheiden. Ich bin ja noch mal hin, ja, zu meinem Direktor direkt nach dem Abitur. Ich gesagt, war das wirklich also ausreichend, ein Jahr Wirtschaft und Recht? Hat gesagt, selbstverständlich war das ausreichend. Um Deutschland regierbar zu halten. Haben Sie nicht auch das Gefühl, dieses Finanzsprech, man möchte gar nicht, dass das verstanden wird. Das ist so eine Form von Herrschaftswissen. Weißt, Macht ausüben funktioniert ja am allerbesten, wenn derjenige, auf den Macht ausgeübt wird, gar nicht versteht, dass auf ihn Macht ausgeübt wird. Wie früher im Kindergarten, wenn Ihre Mama zu Ihnen gesagt hat, schiel nicht so, sonst bleibt's dir. Haben Sie sofort aufgehört zu schielen, weil Sie dachten, Mutter muss triftige medizinische Gründe haben, die Sie nicht kennen. Diese ganze Recherche hat mich nirgendwo hingeführt. Finanzmärkte, haben Sie es schon mal versucht? Das einzig schöne Zitat, was ich gefunden habe, über Finanzmärkte, das stammt von einem Physiker. Hier, pass auf, das lese ich Ihnen vor, das ist schön. Ein Physiker hat über die Finanzmärkte gesagt, stellen Sie sich mal vor, wie schwierig die Physik wäre, wenn die Teilchen auch noch denken könnten. Das ist die Komplexität von Finanzmärkten. Weißt, und trotzdem hockt sich jeden Tag wieder irgendein Finanzexperte vor uns oder unsere Politiker mit dem Brust und Überzeugung und verkündet seine Finanzwahrheit. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch mal eine starke Meinung hätte. Aber halt meistens nicht sehr lang. Manchmal ändere ich meine Meinung auch schon mitten im Satz. Je nach Gesichtsausdruck meines Gegenübers. Weiß nicht, kennen Sie das im Gespräch? Man scannt so, nee, und dann sagt man so, oh, es ist schon schlimm, was mit Griechenland. Ich meine, die sind ja auch selber schuld, oder? In Bayern nennt man das, glaube ich, Södern. Sehen Sie, ich wollte auch noch eine Anekdote einbauen in die Rede am Anfang. Das ist immer gut, mit einer Anekdote anzufangen. Ich habe mir gedacht, ich nehme eine zu dem Themenkomplex, das passt ganz gut. Ich habe eine Geschichte gelesen, die Yale-Universität in Amerika, die hat ein paar Kapuzineräffchen beigebracht, mit Geld zu handeln. Also die haben so Münzen bekommen, ja, die Äffchen, und haben die dann eintauschen können bei einem Wärter gegen Trauben.
Das haben die auch vernünftig gemacht. Also wenn die Trauben teurer geworden sind, haben sie weniger gekauft. Rein statistisch kein Unterschied zwischen so einem Kapuzineräffchen und dem Rest von uns. Und dann war eines Tages lang ein paar Münzen auf dem Käfigboden verteilt. Die hatte da jemand verloren. Die gehörten da nicht hin. Und dann hat ein Affenmännchen sich die geschnappt, gesammelt und ist damit aber nicht zu einem Wärter gegangen. Er ist damit zu einem Weibchen marschiert. Keine Angst. Und hat ihr diese Münzen überreicht. Kurz darauf kam es zwischen den beiden. Also es wurde sehr freundschaftlich. Mir geht es jetzt nicht um das Klischee. Ja. Sondern das Weibchen hat nach dem Akt quasi die Münzen genommen, ist rübergegangen zum Wärter und hat sich ein paar Trauben gekauft. Das heißt also, die Affen hatten den Geldkreislauf begriffen. Und die Forscher waren hellauf begeistert und haben gesagt, Mensch, da pumpen wir noch mehr Geld rein in diesen Affenkreislauf. Und dann kam eine oberste US-Behörde und hat es verboten, das Experiment. Und zwar mit der Begründung, die Einführung von Geld könne die Sozialstruktur der Kapuzineräffchen irreparabel beschädigen. Ja gut, das, was den Affen verboten haben, was? Aber sehen Sie, wenn ich diese Anekdote erzählt habe morgen bei der Rede, dann könnte ich mich doch hinstellen und könnte sagen, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich nun, einige Exemplare des Originalexperiments begrüßen zu dürfen. Ja, nein? Oh, doch, vielleicht. Wobei, Sie haben recht, vielleicht ein bisschen zu gewagt. Jetzt direkt am Anfang. Ich könnte ja konservativ die Rede anfangen. Ich könnte ja sagen, sehr geehrte Damen und Herren, wie sagte doch mein Vater immer über die Finanzmärkte? Keine Ahnung, was mein Vater jemals über die Finanzmärkte gesagt hat. Immer wenn mein Vater angefangen hat, über die Finanzmärkte zu sprechen, dann... Er hat mich ja auch nicht verstanden. Nicht? Als ich zu ihm gesagt habe, Papa, ich möchte Geschichte studieren, hat er gesagt, schade. Ich hätte es gern gesehen, wenn du in die Zukunft geschaut hättest. Also BWL oder VWL studiert, das wäre sein Traum gewesen. Gell? Das muss man den Wirtschaftswissenschaftlern lassen. Gell? Sie haben es geschafft, uns einzubläuen, dass wir glauben, dass sie mit ihrer Zahlenmystik in irgendeine bessere Zukunft schauen können. Also schauen Sie, VWL zu studieren, um die Zukunft vorhersagen zu können, da können Sie auch Theologie studieren, um die CSU zu verstehen. Es herrscht ja ein ganz merkwürdiges Missverhältnis zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der ganzen Finanzbranche. Ich habe eine Werbung gesehen, mal Süddeutsche Zeitung war es, für einen Immobilienfonds. Und da stand tatsächlich als Werbesatz, seit 1951 erzielte diese Wertanlage einen jährlichen Wertanstieg von 7%. Und da war ein Sternchen an der 7. Da habe ich mal nachgeschaut, stand unten tatsächlich, Vergangenheitswerte sind keine Gewähr für die Zukunft. Das müssen Sie mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Fonds, der möchte, dass Sie investieren. Und da er damit Werbung macht, dass sie in der Vergangenheit große Gewinne gemacht haben, ne, der sagt ihnen, dass sie diese Vergangenheit aber nicht zum Maßstab nehmen dürfen. Diese Bierwerbung würde ich gern sehen. Sie, grüß Gott, das ist unser Bier. Bis heute war es ganz gut. Aber wir wissen halt nicht, ob nicht morgen doch noch jemand neischifft. Prost! Schauen Sie, wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir sollten ein bisschen demütiger sein, vor allem bei Politik, die darauf basiert, auf Zukunftsvorhersagen. Merkels Griechenland-Politik basiert auf Zukunftsvorhersagen. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Die Zukunft, die ist für uns, wir sind der Zukunft gegenüber genauso blind wie eine kleine Gans. Nehmen Sie das mal, so eine kleine Gans, die wird geboren und von Menschenhand gefüttert. Und sie denkt sich, aha, die Menschheit ist um mein Wohlergehen besorgt. Das ist die Wahrheit der Gans. Wenn du die Gans fragst, wie sie seine Zukunft aussagt, die Gans, super, super Zukunft, geil. Und mit jedem Tag der Fütterung wird diese Erkenntnis ja noch verstärkt. Und eines Tages ist Weihnachten. Versteht, das ist die Zukunft. Und trotzdem tritt immer wieder ein Wirtschaftsminister vor uns mit irgendwelchen Zukunftsprognosen und sorgt so Sachen wie, ja, nächstes Jahr haben wir ein Wirtschaftswachstum von 2,3%. Und niemand sagt, er ist eine blöde Gans. Nein, ich finde es toll, was der alles berechnen lassen kann. Er hat nicht den blassesten Schimmer von der Zukunft. Aber hey, er kann das schon in Kommazahlen ausdrücken.
Du, wie viele Sterne haben wir im Universum? Oh, Hunderttausende von Milliarden. 0,3. Ich habe immer wieder gefragt, warum macht ein Minister das? Warum nutzt er diese offensichtlich blödsinnigen Zahlen? Ich glaube, weil er die Macht der Kommazahlen kennt. Das können Sie ausprobieren mit Kindern, die sitzen hinten im Auto seit Stunden. Wann sind wir da? Antworten Sie mal, in 17,3 Minuten. Dann sind die erstmal ruhig. Verstehen Sie, Bismarck, der alte Bismarck hat damals dem Meteorologischen Wetterinstitut in Berlin die Wettervorhersage verboten. Mit der Begründung, es sei nicht angängig, dass sich eine Reichsbehörde ständig irre. Weißt du, unsere Wirtschaftsminister dürfen nach wie vor. Das ist, was mir nicht in den Kopf will. Aber Sie haben ja recht, ich weiß. Ja, diese Wirtschafts- und Finanzwelt hat ihre eigenen Regeln inzwischen. Ja, es gibt ja fast schon zwei Parallelwelten. Die normale Welt, in der viele von uns leben. Und dann gibt es so diese Wirtschafts- und Finanzwelt. Und wir fühlen uns eigentlich nur noch bedroht. Seit Jahren schon. Die nur im Pferdewetten. Und wenn Sie so Investmentbanker fragen, sag mal ganz ehrlich, wozu braucht denn diese ganzen Derivate? Da kommt ja immer eine Antwort. Wissen Sie, damit wird Risiko strukturiert und begrenzt. Hat ja bisher prima geklappt. Bis kurz vor die Finanzkrise haben wir das Risiko so fein strukturiert, dass wirklich jeder eine Scheibe davon hat abbekommen können. Lassen Sie sich das nie wieder erzählen, dass es nur Risikobegrenzung ist. Nein, Derivate, das sind erstmal Rechenoperationen. Ja? Investmentbanken foltern Zahlen so lange, bis die Rendite versprechen, die diese Banken hören möchten. Das ist eine Form von finanziellem Waterboarding. Auch in der Form von Finanzalchemie. Investmentbanken stopfen oben ihre Schlachtabfälle rein und unten kommen Walnusskerne raus. Müsste auf den Derivaten auch draufstehen, kann Spuren von Geld enthalten. Ich lese Ihnen mal so ein Derivat vor, dass Sie mal nur ungefähr so einen Eindruck kriegen. Das hat sich ein Rentner ins Depot legen lassen. Und das klingt dann ungefähr so. Bonus-Garantieanleihen stellen je nach Ausstattung in Abhängigkeit von der Kursentwicklung eines zugrunde liegenden Baskets einen variablen bzw. einen im Rahmen einer Zinsstaffelung fix vorgegebenen Coupon in Aussicht, wobei sich der Zinssatz entweder an der kleinsten absoluten positiven oder negativen Performance eines einzelnen Korbwertes oder an der tatsächlichen Kursentwicklung... Ich überspringe mal zwei Seiten. Laufzeit und dem 60% der Kursentwicklung der seit Emission am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10% addiert wird. Ah, fertig. Das ist ganz schön viel Arbeit, um so einem Rentner sein Geld aus der Tasche zu ziehen. Nicht? Aber klar, wenn es jeder verstehen würde, würde es ja auch nicht mehr funktionieren. Nicht? Finanzderivate, das ist im Prinzip die organisierte Suche nach dem größten Deppen. Und es funktioniert gut. Wir waren damals 14, wir haben am Dorf haben wir Sachen verkauft. Wir haben Haschischkekse verkauft. Nicht? Eine ganze Dorfjugend war high auf Oregano, weil die wussten nicht, was da drin ist. Und das ist das Geheimnis von den Derivaten. Die wissen nicht mehr, was da drin ist. Wissen Sie, wer das ausrechnet, diese Rechenoperation? Das sind ja nicht mehr Mathematiker. Die Investmentbanken holen sich dafür Astrophysiker. Kein Witz, Astrophysiker. Menschen wie Stephen Hawking rechnen das aus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat geschrieben, selbst professionelle Händler bräuchten inzwischen seherische Fähigkeiten, um herauszufinden, worauf sie überhaupt gewettet haben. Das müssen Sie mal vorstellen. Sie haben eine Pferdewette. Ja? Sie wetten. So, Sie wissen jetzt nur nicht so genau, wo die Rennstrecke liegt. Sie wissen auch nicht genau, ob es einen Jockey gibt. Sie wissen auch nicht ganz, wenn Sie ehrlich sind, wissen Sie nicht, ob es ein Pferd gibt. Und wenn es ein Pferd gibt, wissen Sie nicht, wann es läuft, ob es läuft. Und wenn es läuft, wissen Sie nicht, in welche Richtung. Ja, wo laufen Sie denn? Und unter diesen Voraussetzungen haben Bankberater dieses Zeug empfohlen, haben die Banken untereinander das gehandelt und haben unsere Landesbanker mit unseren Steuermilliarden in der Hinterhand gesagt, wir wollen da auch mitmachen. Landesbanker, das müssen Sie wissen, die haben vorher regionalen Schraubenherstellern Geld geliehen. Das ist ihr Level of Expertise. Und dann haben sie sich gedacht, Astrophysik, was kann schon schief gehen? Ich wäre so gern Mäuschen gewesen, zum Beispiel bei der Bayerischen Landesbank. Die haben sich Derivate gekauft damals, unglaublich. Wie lief das ab? Kommt da in die Vorstandssitzung jemand rein und sagt, grüß Gott, wir müssen auch in den Daddy, wir müssen auch in den Markt hinein.
das klingt interessant. Und warum? Ja, das machen alle. Und außerdem ist große Wachstumschancen drin. Ah, und wie funktioniert das mit den Derivaten? Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir haben hier ein Computerprogramm und das hat uns die Investmentbank, die das Wertpapier ausgerechnet hat, uns zur Verfügung gestellt. Und also das funktioniert so, wir haben hier oben eine Maske und da geben wir eine Zahl ein und dann drücken wir auf Enter und dann erscheint dort unten eine andere Zahl. Und die ist größer. Also, so funktioniert es. Weißt, man kann diesen kleinen Deppen schon fast gar nicht mehr böse sein, so blöd war die. Den großen Deppen im Business könnte man böse sein, weil sie das Risiko nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten. Ben Bernanke, oberster Währungshüter der USA, Chef der US-Notenbanken. Das ist der Pilot, der unser Flugzeug fliegt. Der Mann war ja vor der Finanzkrise am Ruder, ist es jetzt immer noch. Und er hat sich tatsächlich ganz kurz vor der großen Kernschmelze im Finanzwesen hingestellt und mit Hinblick auf die Derivate gesagt, wissen Sie, wir erleben jetzt eine Ära der Stabilität und Beruhigung. Am Tag vor Weihnachten fühlen sich die Gänse am wohlsten. Danke. Sagen Sie, wie war das, der letzte Satz von dem Derivat, das ich Ihnen vorgelesen hatte? Okay, dann muss ich mal ganz. Irgendwas mit 60%, gell? In dem 60% der Kursentwicklung der. Moment, das ist doch dasselbe, was mein Vater in der E-Mail an Dr. Gump wissen wollte. Das 60% der Kursentwicklung der am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10%. Entschuldigung. Was stand in dem Artikel? Kein Wunder, dass niemand mehr begriff, was er sich da überhaupt ins Depot holte. Ja, das haben wir jetzt verstanden. Derivate wie Rose 4 oder Rose 4 und Lorelei 3 waren so strukturiert, dass Stiftungen, Gemeinden und Sparkassen das Risiko nicht erkennen konnten. Sie erlitten Verluste in Milliardenhöhe. Rose als Name, das ist wieder typisch für so ein... Nein. Ich meine, Lorelei waren sie immerhin ehrlich. Eine Nixe, die mit ihrem Gesang alle Schiffe auf tödliche Felsen lockt, bis sie dann... Nixe 3. Lorelei 3 ist... Nixe 3 ist N3. Warte mal. Mein Vater hat Dr. Gump in den E-Mails immer wieder gewarnt, aber Dr. Gump hat nur geschrieben, die Nixe muss laufen. Und mein Vater fragt, warum? Und Dr. Gump schreibt, aus 200.000 schönen Gründen. Nicht wenige Wirtschaftsprüfer waren bereit, das Spiel mitzuspielen. Zwar mussten sie von den Banken teuer bezahlt werden, aber immer wieder bestätigten sie die Eignung bestimmter Derivate. Ja klar, man muss sich nicht wundern bei den Sicherheitsmechanismen, die wir da eingestreut haben. Die Wirtschaftsprüfer machen la 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 la. Die Ratingagenturen machen la 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 la. Gut, werden Sie sagen, Moment, alle... Banken, die mit Derivaten gehandelt haben, die haben doch so Aufsichtsräte. Ja. Wissen Sie, was man heutzutage braucht, um Aufsichtsrat werden zu können? Sie müssen volljährig sein und geschäftsfähig. Kriegt selbst Lothar Matthäus hin. Ich habe gedacht, ich nehme eine zu dem Themenkomplex, das passt ganz gut. Ich habe eine Geschichte gelesen, die Yale-Universität in Amerika, die hat ein paar Kapuzineräffchen beigebracht, mit Geld zu handeln. Also die haben so Münzen bekommen, ja, die Äffchen, und haben die dann eintauschen können bei einem Wärter gegen Trauben. Das haben die auch vernünftig gemacht. Also wenn die Trauben teurer geworden sind, haben sie weniger gekauft. Rein statistisch kein Unterschied zwischen so einem Kapuzineräffchen und dem Rest von uns. Und dann war eines Tages lang ein paar Münzen auf dem Käfigboden verteilt. Die hatte da jemand verloren. Die gehörten da nicht hin. Und dann hat ein Affenmännchen sich die geschnappt, gesammelt und ist damit aber nicht zu einem Wärter gegangen. Er ist damit zu einem Weibchen marschiert. Keine Angst. Und hat ihr diese Münzen überreicht. Kurz darauf kam es zwischen den beiden. Also es wurde sehr freundschaftlich. Mir geht es jetzt nicht um das Klischee. Ja. Sondern das Weibchen hat nach dem Akt quasi die Münzen genommen, ist rübergegangen zum Wärter und hat sich ein paar Trauben gekauft.
Das heißt also, die Affen hatten den Geldkreislauf begriffen. Und die Forscher waren hellauf begeistert und haben gesagt, Mensch, da pumpen wir noch mehr Geld rein in diesen Affenkreislauf. Und dann kam eine oberste US-Behörde und hat es verboten, das Experiment. Und zwar mit der Begründung, die Einführung von Geld könne die Sozialstruktur der Kapuzineräffchen irreparabel beschädigen. Ja gut, das, was den Affen verboten haben, was? Aber sehen Sie, wenn ich diese Anekdote erzählt habe morgen bei der Rede, dann könnte ich mich doch hinstellen und könnte sagen, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich nun, einige Exemplare des Originalexperiments begrüßen zu dürfen. Ja, nein, oh doch, vielleicht. Ja, wobei, Sie haben recht, vielleicht ein bisschen zu gewagt. Jetzt direkt am Anfang. Ich könnte ja konservativ die Rede anfangen. Ich könnte ja sagen, sehr geehrte Damen und Herren, wie sagte doch mein Vater immer über die Finanzmärkte? Keine Ahnung, was mein Vater jemals über die Finanzmärkte gesagt hat. Immer wenn mein Vater angefangen hat, über die Finanzmärkte zu sprechen, dann... Er hat mich ja auch nicht verstanden. Nicht? Als ich zu ihm gesagt habe, Papa, ich möchte Geschichte studieren, hat er gesagt, schade. Ich hätte es gern gesehen, wenn du in die Zukunft geschaut hättest. Also BWL oder VWL studiert, das wäre sein Traum gewesen. Gell? Das muss man den Wirtschaftswissenschaftlern lassen. Gell? Sie haben es geschafft, uns einzubläuen, dass wir glauben, dass sie mit ihrer Zahlenmystik in irgendeine bessere Zukunft schauen können. Also schauen Sie, VWL zu studieren, um die Zukunft vorhersagen zu können, da können Sie auch Theologie studieren, um die CSU zu verstehen. Es herrscht ja ein ganz merkwürdiges Missverhältnis zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der ganzen Finanzbranche. Ich habe eine Werbung gesehen mal, Süddeutsche, geil. Und mit jedem Tag der Fütterung wird diese Erkenntnis ja noch verstärkt. Und eines Tages ist Weihnachten. Versteht, das ist die Zukunft. Und trotzdem tritt immer wieder ein Wirtschaftsminister vor uns mit irgendwelchen Zukunftsprognosen und sagt so Sachen wie, ja, nächstes Jahr haben wir ein Wirtschaftswachstum von 2,3%. Und niemand sagt, er ist eine blöde Gans. Nein, ich finde es toll, was der alles berechnen lassen kann. Er hat nicht den blassesten Schimmer von der Zukunft. Aber hey, er kann das schon in Kommazahlen ausdrücken. Du, wie viele Sterne haben wir im Universum? Oh, Hunderttausende von Milliarden. 0,3. Ich habe immer wieder gefragt, warum macht ein Minister das? Warum nutzt er diese offensichtlich blödsinnigen Zahlen? Ich glaube, weil er die Macht der Kommazahlen kennt. Das können Sie ausprobieren mit Kindern, die sitzen hinten im Auto seit Stunden. Wann sind wir da? Antworten Sie mal, in 17,3 Minuten. Dann sind die erstmal ruhig. Verstehen Sie, Bismarck, der alte Bismarck hat damals dem Meteorologischen Wetterinstitut in Berlin die Wettervorhersage verboten. Mit der Begründung, es sei nicht angängig, dass sich eine Reichsbehörde ständig irre. Weißt du, unsere Wirtschaftsminister dürfen nach wie vor, das ist, was mir nicht in den Kopf will, aber Sie haben ja recht, ich weiß, ja, diese Wirtschafts- und Finanzwelt hat ihre eigenen Regeln inzwischen. Ja, gibt ja fast schon zwei Parallelwelten. Die normale Welt, in der viele von uns leben, und dann gibt es so diese Wirtschafts- und Finanzwelt. Und wir fühlen uns eigentlich nur noch bedroht, seit Jahren schon. Die Nachrichten, die wir da hören aus der Finanzwelt, das kommt da. Finanzkrise, Eurokrise, Schuldenkrise, Wirtschaftskrise, die Welt steht vor dem Abgrund. Und man selber, zumindest in Deutschland, kann jetzt zunächst erstmal nichts anderes tun, als aus dem Fenster schauen und sieht, aha, die Straßenbahn fährt noch, die Leute gehen einkaufen, aber so richtig sicher fühlt man sich nicht mehr in diesem Finanzsystem. Es ist so ein bisschen, als säßen wir alle zusammen in einem großen Flugzeug, angeschnallt auf unserem Platz, das Flugzeug fliegt, so ein leises Brummen in der Luft, so aber immer wieder meldet sich von vorne das Cockpit, die Piloten, mit irgendwelchen Horrornachrichten. Oh Gott, wir stürzen ab, wir stürzen bestimmt gleich ab, gleich stürzen wir ab. Aber das Flugzeug fliegt weiter. Jetzt kommt eine Stewardess, die bringt Ihnen einen Kaffee. Na, da meldet sich schon wieder von vorne das Cockpit. Oh Gott, mein Co-Pilot ist abgesprungen. Ich kann die Instrumente nicht lesen. Ah! Nach wie vor erscheint Ihnen irgendwie alles normal. Jetzt kommt die nächste Stewardess vorbei und bringt Ihnen ein Kissen, als ob Sie schlafen könnten nach den Nachrichten und dem Kaffee. Aber gut, Sie probieren es trotzdem, sich in diesem Sitz irgendwie bequem zu machen. Da meldet sich von vorne schon wieder das Cockpit. Meine Damen und Herren,
Wir haben die noch. Die Leute gehen einkaufen, aber so richtig sicher fühlt man sich nicht mehr in diesem Finanzsystem. Es ist so ein bisschen, als säßen wir alle zusammen in einem großen Flugzeug, angeschnallt auf unserem Platz, das Flugzeug fliegt. So ein leises Brummen in der Luft, so. Aber immer wieder meldet sich von vorne das Cockpit, die Piloten, mit irgendwelchen Horrornachrichten. Oh Gott, wir stürzen ab, wir stürzen bestimmt gleich ab, gleich stürzen wir ab. Aber das Flugzeug fliegt weiter. Jetzt kommt eine Stewardess, die bringt ihnen einen Kaffee. Ja, da meldet sich schon wieder von vorne das Cockpit. Oh Gott, mein Co-Pilot ist abgesprungen. Ich kann die Instrumente nicht lesen. Ah! Nach wie vor erscheint Ihnen irgendwie alles normal. Jetzt kommt die nächste Stewardess vorbei und bringt Ihnen ein Kissen. Als ob Sie schlafen könnten nach den Nachrichten und dem Kaffee. Aber gut, Sie probieren es trotzdem, sich in diesem Sitz irgendwie bequem zu machen. Da meldet sich von vorne schon wieder das Cockpit. Meine Damen und Herren, wir haben die Turbulenzen jetzt hinter uns gelassen. Es dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Genießen Sie den Wald. Oh Gott, wir werden alle sterben! Jetzt fangen Sie doch mal an, mit Ihrem Nachbarn zu sprechen, aber der weiß halt auch nicht so genau. Irgendjemand schlägt vor, wenn wir uns alle nur ganz leicht machen. Und Sie sind so nervös, Sie wollen wissen, was ist denn da vorne los? Sie gehen diesen Mittelgang im Flugzeug nach vorne. Nicht? Sie kommen aber nicht bis ganz nach vorne, weil da ist ja so ein Vorhang vor der ersten Klasse. Sie ziehen den Vorhang beiseite und sehen, oh, die erste Klasse ist leer. Da sitzt niemand mehr. Da steht nur eine Stewardess, die Sie bisher gar nicht gesehen haben. Die dreht sich um und sagt, keine Sorge, ich habe Physik studiert. Es wird Sie freuen zu hören, dass wir die Menschen der ersten Klasse mit Rettungsschirm in Sicherheit gebracht haben. Eine Frage hätte ich noch, ist in der zweiten Klasse ein Pilot? Nein, kein Problem, dann sprechen Sie mir nach. Vater unser im Himmel. Vater unser im Himmel, ja. Manche Väter, die hinterlassen wenigstens Briefe, meiner schreibt E-Mails. Ja. Und die man nicht versteht, was schreibt mein Vater schon wieder? Er meckert, dass es wohl nicht sein kann, dass 60% der Kursentwicklung der am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10% addiert wird. Genau. Diese Finanzwelt ist wie... Ich hab gleich stürzen wir ab! Aber das Flugzeug fliegt weiter. Jetzt kommt eine Stewardess, die bringt Ihnen einen Kaffee. Ja, da meldet sich schon wieder von vorne das Cockpit. Oh Gott, mein Co-Pilot ist abgesprungen. Ich kann die Instrumente nicht lesen. Ah! Nach wie vor erscheint Ihnen irgendwie alles normal. Jetzt kommt die nächste Stewardess vorbei und bringt Ihnen ein Kissen. Als ob Sie schlafen könnten nach den Nachrichten und dem Kaffee. Aber gut, Sie probieren es trotzdem, sich in diesem Sitz irgendwie bequem zu machen. Da meldet sich von vorne schon wieder das Cockpit. Meine Damen und Herren, wir haben die Turbulenzen jetzt hinter uns gelassen. Es dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Genießen Sie den Wald. Oh Gott, wir werden alle sterben! Jetzt fangen Sie doch mal an, mit Ihrem Nachbarn zu sprechen, aber der weiß halt auch nicht so genau. Irgendjemand schlägt vor, wenn wir uns alle nur ganz leicht machen. Und Sie sind so nervös, Sie wollen wissen, was ist denn da vorne los? Sie gehen diesen Mittelgang im Flugzeug nach vorne. Nicht? Sie kommen aber nicht bis ganz nach vorne, weil da ist ja so ein Vorhang vor der ersten Klasse. Sie ziehen den Vorhang beiseite und sehen, oh, die erste Klasse ist leer. Da sitzt niemand mehr. Da steht nur eine Stewardess, die Sie bisher gar nicht gesehen haben. Die dreht sich um und sagt, keine Sorge, ich habe Physik studiert. Es wird Sie freuen zu hören, dass wir die Menschen der ersten Klasse mit Rettungsschirmen in Sicherheit gebracht haben. Eine Frage hätte ich noch, ist in der zweiten Klasse ein Pilot? Nein, kein Problem, dann sprechen Sie mir nach. Vater unser im Himmel.
Beste Vater unser im Himmel. Ja. Manche Väter, die hinterlassen wenigstens Briefe. Meiner schreibt E-Mails. Ja. Und die man nicht versteht. Was schreibt mein Vater schon wieder? Er meckert, dass es wohl nicht sein kann, dass 60% der Kursentwicklung der am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10% addiert wird. Genau. Diese Finanzwelt ist wie ein Puzzle mit 5000 Teilen von einem blauen Himmel. Das ist auch kein Wunder. Wir haben ja auch wirklich keine Ahnung. Es gibt immer Studien. Die letzte Studie sagt, 56% der Deutschen haben keinerlei Ahnung von Finanzen. Die restlichen 64% tun nur so. Ich weiß, dass das 110% sind. Das ist ja der... dessen größtes Hobby es offensichtlich war, Excel-Tabellen zu verschicken. Hier, Dr. Gump schreibt meinem Vater, er melde sich schnellstmöglich. Und mein Vater schreibt dann Finanzsprech zurück. Dringend, die Nixe 3 ist nix. Okay, nehmen wir mal an, zwei reifere Geschäftsleute unterhalten sich hier über die Funktionstüchtigkeit von Meerjungfrauen. Warum ist nur die dritte Nixe nix? Sind die anderen zwei in Ordnung? Was hat die dritte Nixe? Schuppen! Finanzmärkte und mein Vater, du. Das sind die beiden Themen, zu denen habe ich in meinem Leben am allerwenigsten zu sagen. Das wird eine Rede werden morgen früh. Ich sehe die ja schon alle vor mir sitzen. Deutsche Bank, Commerzbank, die Großkopferten. Dr. Gumpf wird auch da sein. Ja? Das ist ein Kollege von meinem Vater gewesen früher. Also nicht so der Kollege, mehr Erzfeind. Dr. Gumpf ist so ein, den von außen schon, der trägt immer Sonnenbrille. Das ist so ein Typ, immer Sonnenbrille, egal bei welchem Wetter. Sonnenbrille, verspiegelte Sonnenbrille mit den Spiegeln innen. Dann steht er immer da mit seinem Smartphone, breitbeinig. Und dann kommt immer was Provokantes, er nennt mich ja gern Junior, kommt immer sowas, Junior! Junior, sag mal, was spricht denn eigentlich gegen den Kapitalismus? Ich sage, Gegenfrage, Herr Dr. Gump, was spricht denn für den Kapitalismus? Sagt er, Junior, mein Lebensstandard! Viele halten Herrn Dr. Gump jetzt für einen feinen Menschen. Weil sie sagen, ach, der spendet so gerne. Die Schecks, die der überreicht, sind so groß, die können sie mit bloßem Auge vom Weltall aus erkennen. Er hält die auch immer so schräg, falls Google Earth mal wieder Fotos macht. Sie haben ja recht, vielleicht passiert ja wirklich was Gutes mit dem Geld. Aber ich weiß nicht, ob so eine gute Idee ist, immer mehr Menschen wie Herrn Dr. Gump die Entscheidung zu überlassen, wem mit so viel Geld geholfen werden darf. Und du triffst ihn überall auf diesen Spendengalas. Die heißen die ja gar nicht mehr. Das sind jetzt Charity Events. Charity Events, wenn Lachsröllchen auf parfümierte Gäste treffen. Es riecht, als wäre ein Fisch gestorben. Die anderen Fische hätten Blumen geschickt. Wirklich Finanzmärkte als Thema. Ich habe so viel gelesen dazu, aber je mehr ich gelesen habe, desto weniger habe ich verstanden. Geht Ihnen das auch so? Ich bin ja auch nicht vorbereitet worden in der Schule. Was hatten wir in der Schule zum Thema Finanzen? Da hatten wir, glaube ich, ein Jahr lang hatten wir Wirtschaft und Recht im Gymnasium. Ein Jahr Wirtschaft und Recht. Gut, da haben wir immerhin gelernt, dass Wirtschaft und Recht offensichtlich zwei getrennte Phänomene sind. Ein berühmter Aphoristiker hat man mal gefragt, ob man Wirtschaftsethik studieren soll. Hat er gesagt, da müssen Sie sich schon entscheiden. Einige Exemplare des Originalexperiments begrüßen zu dürfen. Ja, nein? Oh, doch, vielleicht. Wobei, Sie haben recht, vielleicht ein bisschen zu gewagt. Jetzt direkt am Anfang. Ich könnte ja konservativ die Rede anfangen. Ich könnte ja sagen, sehr geehrte Damen und Herren, wie sagte doch mein Vater immer über die Finanzmärkte? Keine Ahnung, was mein Vater jemals über die Finanzmärkte gesagt hat. Immer wenn mein Vater angefangen hat, über die Finanzmärkte zu sprechen, dann... Er hat mich ja auch nicht verstanden. Als ich zu ihm gesagt habe, Papa, ich möchte Geschichte studieren, hat er gesagt, schade. Ich hätte es gern gesehen, wenn du in die Zukunft geschaut hättest.
also BWL oder VWL studiert. Das wäre sein Traum gewesen. Gell? Das muss man den Wirtschaftswissenschaftlern lassen. Gell? Sie haben es geschafft, uns einzubläuen, dass wir glauben, dass sie mit ihrer Zahlenmystik in irgendeine bessere Zukunft schauen können. Also schauen Sie, VWL zu studieren, um die Zukunft vorhersagen zu können. Da können Sie auch Theologie studieren, um die CSU zu verstehen. Es herrscht ja ein ganz merkwürdiges Missverhältnis zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der ganzen Finanzbranche. Ich habe eine Werbung gesehen, mal Süddeutsche Zeitung war es, für einen Immobilienfonds. Und da stand tatsächlich als Werbesatz: Seit 1951 erzielte diese Wertanlage einen jährlichen Wertanstieg von 7%. Und da war ein Sternchen an der 7. Da habe ich mal nachgeschaut, stand unten tatsächlich: Vergangenheitswerte sind keine Gewähr für die Zukunft. Das müssen Sie mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Fonds, der möchte, dass Sie investieren. Und da er damit Werbung macht, dass sie in der Vergangenheit große Gewinne gemacht haben, ne, der sagt ihnen, dass sie diese Vergangenheit aber nicht zum Maßstab nehmen dürfen. Diese Bierwerbung würde ich gern sehen. Sie, grüß Gott, das ist unser Bier. Bis heute war es ganz gut. Aber wir wissen halt nicht, ob nicht morgen doch noch jemand neischifft. Prost! Schauen Sie, wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir sollten ein bisschen demütiger sein, vor allem bei Politik, die darauf basiert, auf Zukunftsvorhersagen. Merkels Griechenland-Politik basiert auf Zukunftsvorhersagen. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Die Zukunft, die ist für uns, wir sind der Zukunft gegenüber genauso blind wie eine kleine Gans. Nehmen Sie das mal, so eine kleine Gans, die wird geboren und von Menschenhand gefüttert. Und sie denkt sich, aha, die Menschheit ist um mein Wohlergehen besorgt. Das ist die Wahrheit der Gans. Herr Garten, wenn Ihre Mama zu Ihnen gesagt hat, schiel nicht so, sonst bleibt's dir. Haben Sie sofort aufgehört zu schielen, weil Sie dachten, Mutter muss triftige medizinische Gründe haben, die Sie nicht kennen. Diese ganze Recherche hat mich nirgendwo hingeführt. Finanzmärkte, haben Sie es schon mal versucht? Das einzig schöne Zitat, was ich gefunden habe, über Finanzmärkte, das stammt von einem Physiker. Hier, pass auf, das lese ich Ihnen vor, das ist schön. Ein Physiker hat über die Finanzmärkte gesagt, stellen Sie sich mal vor, wie schwierig die Physik wäre, wenn die Teilchen auch noch denken könnten. Das ist die Komplexität von Finanzmärkten. Weißt, und trotzdem hockt sich jeden Tag wieder irgendein Finanzexperte vor uns oder unsere Politiker mit dem Brust und Überzeugung und verkündet seine Finanzwahrheit. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch mal eine starke Meinung hätte. Aber halt meistens nicht sehr lang. Manchmal ändere ich meine Meinung auch schon mitten im Satz. Je nach Gesichtsausdruck meines Gegenübers. Weiß nicht, kennen Sie das im Gespräch? Man scannt so, ne, und dann sagt man so, oh, es ist schon schlimm, was mit Griechenland. Ich meine, die sind ja auch selber schuld, oder? In Bayern nennt man das, glaube ich, Södern. Sehen Sie, ich wollte auch noch eine Anekdote einbauen in die Rede am Anfang. Das ist immer gut, mit einer Anekdote anzufangen. Ich habe mir gedacht, ich nehme eine zu dem Themenkomplex, das passt ganz gut. Ich habe eine Geschichte gelesen, die Yale-Universität in Amerika, die hat ein paar Kapuzineräffchen beigebracht, mit Geld zu handeln. Also die haben so Münzen bekommen, ja, die Äffchen, und haben die dann eintauschen können bei einem Wärter gegen Trauben. Das haben die auch vernünftig gemacht. Also wenn die Trauben teurer geworden sind, haben sie weniger gekauft. Rein statistisch kein Unterschied zwischen so einem Kapuzineräffchen und dem Rest von uns. Und dann war eines Tages lang ein paar Münzen auf dem Käfigboden verteilt. Die hatte da jemand verloren. Die gehörten da nicht hin. Und da hat ein Affenmännchen sich die geschnappt, gesammelt und ist damit aber nicht zu einem Wärter gegangen. Er ist damit zu einem Weibchen marschiert. Keine Angst. Und hat ihr diese Münzen überreicht. Kurz darauf kam es zwischen den beiden. Also es wurde sehr freundschaftlich. Mir geht es jetzt nicht um das Klischee. Ja. Sondern das Weibchen hat nach dem Akt quasi die Münzen genommen, ist rübergegangen zum Wärter und hat sich ein paar Trauben gekauft. Das heißt also, die Affen hatten den Geldkreislauf begriffen. Und die Forscher waren hellauf begeistert und haben gesagt, Mensch, da pumpen wir noch mehr Geld rein in diesen Affenkreislauf. Und dann kam eine oberste US-Behörde und hat es verboten, das Experiment. Und zwar mit der Begründung, die Einführung von Geld könne die Sozialstruktur der Kapuzineräffchen irreparabel beschädigen.
Ja gut, das, was den Affen verboten haben, was? Was? Was heißt, wenn es nur so wäre? Hören Sie, bitte? Das ist eine Flasche Whisky. Ja, die hat mein Vater hier unten eingesperrt. Hm? Oh, wenn Sie unsere Mutter kennen würden, wären Sie nicht so überrascht. Bitte, nein, mein Vater ist vor einiger Zeit verstorben und wir haben jetzt sein Schließfach geräubert. Oh, na, vielen Dank, das ist nicht notwendig. Das, hören Sie, das ist sehr lieb von Ihnen, aber das ausführlichste Gespräch, was ich mit meinem Vater jemals hatte, war, kannst du mir mal das Salz geben? Nichts, er hat mir Salz gegeben. Ja, das sind alles Unterlagen aus seiner Zeit als Wirtschaftsprüfer. Und warten Sie, Sie arbeiten bei einer Bank, vielleicht können Sie mir helfen. Was, ich habe nämlich lauter so E-Mails von meinem Vater an Dr. Gump. Das ist jetzt egal, wer das ist, aber er schreibt, nein, mein Vater schreibt es, dn@wpg.de. Dieter Neumann, DN. Ach, WPG ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für die er geantwortet. Jetzt ist es doch nicht so wichtig. Er schreibt an Dr. Gump und Sie sollen mir den Satz übersetzen, weil das ist dieses Finanzsprech. Pass auf, mein Vater schreibt, Gesprächsbedarf wegen N3. Nein, ich glaube nicht, dass das was mit Schiffe versenken zu tun hat. Hören Sie, nein, vielen Dank. Das ist eh nicht gerade Stoff für eine packende Rede. Hm? Ja, ich soll eine Rede halten. Über meinen Vater, ja. Morgen früh, 22:30, Riesen, Sektempfang und Hotel und ein... Hä? Nein, ich habe die Rede noch nicht fertig. Oh, vielen Dank. Ich weiß, ich bin spät dran. Lassen Sie mich raten. Ich hätte früher anfangen müssen, ja? Nein, Sie haben recht. Ich kann die Rede hier vermutlich jetzt auch zu Ende schreiben, ja. Von wegen in Ruhe. Ich habe mir noch gesagt, hinten aus dem Lüftungsschacht kommt so ein ganz komisches Geräusch, wie die FDP beim Wahlabend gemacht hat. Ja, so ein Seufzen. Ja, wo, da, ja, gehen Sie mal nachschauen. Weil, und wenn Sie schon nachschauen gehen, können Sie mir noch einen Bademantel aufs Zimmer schicken lassen. Mir wird ein bisschen... Hallo? Hallo? Kein Humor. 13 Stunden. Gut, für 20 Minuten Rede, das müsste ich hinbekommen. Ich soll nicht viel sagen, ich soll ein bisschen was sagen über die Verdienste meines Vaters bei der WPG. Und dann soll ich halt auch leider noch ein bisschen Stellung nehmen zu einem Thema. Ja, man hat mich gebeten, ich soll was sagen zu Chancen an den Finanzmärkten mit Hilfe von Finanzderivaten. So habe ich auch reagiert. Och, ich sag's Ihnen, schreiben Sie mal eine packende Rede über jemanden, dessen größtes Hobby es offensichtlich war, Excel-Tabellen zu verschicken. Hier, Dr. Gump schreibt meinem Vater, er melde sich schnellstmöglich. Und mein Vater schreibt dann Finanzsprech zurück. Dringend, die Nixe 3 ist nix. Okay, nehmen wir mal an, zwei reifere Geschäftsleute unterhalten sich hier über die Funktionstüchtigkeit von Meerjungfrauen. Warum ist nur die dritte Nixe nix? Sind die anderen zwei in Ordnung? Was hat die dritte Nixe? Schuppen! Finanzmärkte und meinen Vater, du. Voraussetzungen. Haben Bankberater dieses Zeug empfohlen? Haben die Banken untereinander das gehandelt? Und haben unsere Landesbanker mit unseren Steuermilliarden in der Hinterhand gesagt, wir wollen da auch mitmachen. Landesbanker, das müssen Sie wissen, die haben vorher regionalen Schraubenherstellern Geld geliehen. Das ist ihr Level of Expertise. Und dann haben sie sich gedacht, Astrophysik, was kann schon schief gehen? Ich wäre so gern Mäuschen gewesen, zum Beispiel bei der Bayerischen Landesbank. Die haben sich Derivate gekauft damals, unglaublich. Wie lief das ab? Kommt da in die Vorstandssitzung jemand rein und sagt, grüß Gott, wir müssen auch in den wir müssen auch in den Markt hinein. Das klingt interessant. Und warum? Ja, das machen alle. Und außerdem ist große Wachstumschancen drin. Ah, und wie funktioniert das mit den Derivate? Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben hier ein Computerprogramm und das hat uns die Investmentbank, die das Wertpapier ausgerechnet hat, uns zur Verfügung gestellt. Und also das funktioniert so, wir haben hier oben eine Maske und da geben wir eine Zahl ein und dann drücken wir auf Enter und dann erscheint dort unten eine andere Zahl. Und die ist größer. So funktioniert es. Weißt, man kann diesen kleinen Deppen schon fast gar nicht mehr böse sein, so blöd waren die. Den großen Deppen im Business könnte man böse sein, weil sie das Risiko nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten. Ben Bernanke, oberster Währungshüter der USA, Chef der US-Notenbanken. Das ist der Pilot, der unser Flugzeug fliegt.
Der Mann war ja vor der Finanzkrise am Ruder, ist es jetzt immer noch. Und er hat sich tatsächlich ganz kurz vor der großen Kernschmelze im Finanzwesen hingestellt und mit Hinblick auf die Derivate gesagt, wissen Sie, wir erleben jetzt eine Ära der Stabilität und Beruhigung. Am Tag vor Weihnachten fühlen sich die Gänse am wohlsten. Danke. Sagen Sie, wie war das, der letzte Satz von dem Derivat, das ich Ihnen vorgelesen hatte? Okay, dann muss ich mal ganz. Irgendwas mit 60%, gell? In dem 60% der Kursentwicklung. Der Moment, das ist doch dasselbe, was mein Vater in der E-Mail an Dr. Gump wissen wollte. Das 60% der Kursentwicklung der am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10%. Entschuldigung. Was stand in dem Artikel? Kein Wunder, dass niemand mehr begriff, was er sich da überhaupt ins Depot... Ein Buch rauskommt! Ja, bis auf Boris Becker! Ja, ich weiß, ich hätte mal meinen Vater mitnehmen sollen. Habe ich jetzt seiner Wirtschaftsexpertise nicht getraut. Ich weiß, er war Wirtschaftsprüfer, ich weiß, bei welcher Firma, bei der WPG. Aber ich weiß auch, was diese Firma für Klienten hatte, nicht? Der Flowtex, Holzmann... Kirchmedia, was immer bis ganz kurz vor den Untergang waren die mit dabei. Da war alles in Ordnung. Das ist, scheint bei den Wirtschaftsprüfungsunternehmen so eine Art, also eine Kernkompetenz zu sein. Bis kurz vor dem Untergang, bei der Finanzkrise war es ja auch so, da standen die Banken schon längst am Abgrund. Aber was heißt, die standen nicht längst am Abgrund. Die sind ja laut schreiend drauf zugelaufen. Wir können fliegen, wir können fliegen, wir können fliegen. Und die Wirtschaftsprüfungsunternehmen sind daneben gestanden und haben, ihr könnt fliegen, ihr könnt fliegen, ihr... Der Nächste! Ja, mal klar, was hätten die Wirtschaftsprüfungsunternehmen den Banken auch anderes sagen sollen? Die hatten ja gar keinen Anreiz, genauer hinzugucken. Ja, die wurden ja zu 100% von den Banken bezahlt, die sie dann überprüft haben. Weil ich dachte ja immer, Wirtschaftsprüfer werden fürs Prüfen bezahlt, gell? Ich bin so naiv. Hier, die Financial Times Deutschland, Gott hab sie selig, gell? Die hat in einer von ihren letzten Ausgaben, die habe ich noch, einen wunderbaren Artikel über Wirtschaftsprüfer geschrieben und da stand dann drin, das ist mein Lieblingssatz, die Prüfung ist heute nur noch das Abfallprodukt der Beratung. Es ist kein Geheimnis, offensichtlich, dass Prüfungen nun zu Dumpingpreisen als Türöffner für Beratermandate benutzt werden. Das ist spannend. Das heißt, die prüfen, dann beraten die. Dann prüfen die ihre eigene Beratung. Hey, das ist Qualität. Bei den Ratingagenturen läuft es ähnlich abstrus. Wenn Sie ein Wertpapier zum Beispiel selber basteln, ja, und wollen das geprüft haben, dann gehen Sie mit einem großen Haufen Geld zur Ratingagentur, geben das denen mit dem Wertpapier und sagen, prüf das mal. Das ist interessant. Gehen Sie mal irgendwo in die Fußgängerzone. Geben Sie irgendjemandem, was ich 10.000 Euro in die Hand und sagen Sie, na, ist mein Arsch zu dick? Wenn mir die Antwort gefällt, komme ich wieder. Glauben Sie, dass Sie da eine ehrliche Antwort kriegen? Gut, in Mainz. Aber ansonsten. Ratingagenturen werden ja immer wieder entdeckt. Gell? Die werden immer wieder entdeckt von den Politikern. Alle paar Jahre stellt sich einer hin und sagt, boah, Ratingagenturen, die haben so viel Macht. Pfui. Aber anstatt zu hinterfragen, wie sie diese Macht bekommen haben, Ratingagenturen, jetzt weiß, wenn es nur so wäre. Hören Sie, bitte? Das ist eine Flasche Whisky. Ja, die hat mein Vater hier unten eingesperrt. Oh, wenn Sie unsere Mutter kennen würden, wären Sie nicht so überrascht. Bitte, nein, mein Vater ist vor einiger Zeit verstorben und wir haben jetzt sein Schließfach geräubert. Oh, na, vielen Dank, das ist nicht notwendig. Das, hören Sie, das ist sehr lieb von Ihnen, aber das ausführlichste Gespräch, was ich mit meinem Vater jemals hatte, war, kannst du mir mal das Salz geben? Nichts, er hat mir Salz gegeben. Ja, das sind alles Unterlagen aus seiner Zeit als Wirtschaftsprüfer. Und warten Sie, Sie arbeiten bei einer Bank, vielleicht können Sie mir helfen. Was, ich habe nämlich lauter so E-Mails von meinem Vater an Dr. Gump. Das ist egal, wer das ist, aber er schreibt, nein, mein Vater schreibt es, dn@wpg.de. Dieter Neumann, DN.
WPG ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für die er geantwortet. Jetzt ist es doch nicht so wichtig. Er schreibt an Dr. Gump und Sie sollen mir den Satz übersetzen, weil das ist dieses Finanzsprech. Pass auf, mein Vater schreibt, Gesprächsbedarf wegen N3. Nein, ich glaube nicht, dass das was mit Schiffe versenken zu tun hat. Hören Sie das? Nein, vielen Dank. Das ist eh nicht gerade Stoff für eine packende Rede. Ja, ich soll eine Rede halten. Über meinen Vater, ja. Morgen früh, 10:30, Riesen. Sektempfang und Hotel und ein... Nein, ich habe die Rede noch nicht fertig. Oh, vielen Dank. Ich weiß, ich bin spät dran. Lassen Sie mich raten. Ich hätte früher anfangen müssen, ja? Nein, Sie haben recht. Ich kann die Rede hier vermutlich jetzt auch zu Ende schreiben, ja. Von wegen in Ruhe. Ich habe Ihnen doch gesagt, hinten aus dem Lüftungsschacht kommt so ein ganz komisches Geräusch, wie die FDP beim Wahlabend gemacht hat. Ja, so ein Seufzen. Ja, gehen Sie mal nachschauen. Weil, und wenn Sie schon nachschauen gehen, könnten Sie mir noch einen Bademantel aufs Zimmer schicken lassen. Mir wird ein bisschen... Hallo? Hallo? Kein Humor. 13 Stunden. Gut, für 20 Minuten Rede, das müsste ich hinbekommen. Ich soll nicht viel sagen, ich soll ein bisschen was sagen über die Verdienste meines Vaters bei der WPG. Und dann soll ich halt auch leider noch ein bisschen Stellung nehmen zu einem Thema. Ja, man hat mich gebeten, ich soll was sagen zu Chancen an den Finanzmärkten mit Hilfe von Finanzderivaten. So habe ich auch reagiert. Och, ich sag's Ihnen, schreiben Sie mal eine packende Rede über jemanden, dessen größtes Hobby es offensichtlich war, Excel-Tabellen zu verschicken. Hier, Dr. Gump schreibt meinem Vater, er melde sich schnellstmöglich. Und mein Vater schreibt dann Finanzsprech zurück. Dringend, die Nixe 3 ist nix. Okay, nehmen wir mal an, zwei reifere Geschäftsleute unterhalten sich hier über die Funktionstüchtigkeit von Meerjungfrauen. Warum ist nur die dritte Nixe nix? Sind die anderen zwei in Ordnung? Was hat die dritte Nixe? Schuppen! Finanzmärkte und mein Vater, du. Das sind die beiden Themen, zu denen habe ich Akten mit Hilfe von Finanzderivaten. So habe ich auch reagiert. Och, ich sag's Ihnen, schreiben Sie mal eine packende Rede über jemanden, dessen größtes Hobby es offensichtlich war, Excel-Tabellen zu verschicken. Hier, Dr. Gump schreibt meinem Vater, er melde sich schnellstmöglich und mein Vater schreibt dann Finanzsprech zurück. Dringend, die Nixe 3 ist nix. Okay. Nehmen wir mal an, zwei reifere Geschäftsleute unterhalten sich hier über die Funktionstüchtigkeit von Meerjungfrauen. Warum ist nur die dritte Nixe nix? Sind die anderen zwei in Ordnung? Was hat die dritte Nixe? Schuppen! Finanzmärkte und mein Vater, du. Das sind die beiden Themen, zu denen habe ich in meinem Leben am allerwenigsten zu sagen. Es wird eine Rede werden morgen früh. Ich sehe die ja schon alle vor mir sitzen. Deutsche Bank, Commerzbank, die Großkopferten. Dr. Gump wird auch da sein, ja. Das ist ein Kollege von meinem Vater gewesen früher. Also nicht so der Kollege, mehr Erzfeind. Dr. Gump ist so ein, den von außen schon, der trägt immer Sonnenbrille. Das ist so ein Typ, immer Sonnenbrille, egal bei welchem Wetter. Sonnenbrille, verspiegelte Sonnenbrille mit den Spiegeln innen. Dann steht er immer da mit seinem Smartphone, breitbeinig. Und dann kommt immer was Provokantes, er nennt mich ja gern Junior, kommt immer sowas, Junior! Junior, sag mal, was spricht denn eigentlich gegen den Kapitalismus? Ich sage, Gegenfrage, Herr Dr. Gump, was spricht denn für den Kapitalismus? Er sagt, Junior, mein Lebensstandard! Viele halten Herrn Dr. Gump jetzt für einen feinen Menschen. Weil sie sagen, ach, der spendet so gerne. Die Schecks, die der überreicht, sind so groß, die können Sie mit bloßem Auge vom Weltall aus erkennen. Er hält die auch immer so schräg, falls Google Earth mal wieder Fotos macht. Sie haben ja recht, vielleicht passiert ja wirklich was Gutes mit dem Geld. Aber ich weiß nicht, ob so eine gute Idee ist, immer mehr Menschen wie Herrn Dr. Gump die Entscheidung zu überlassen, wem mit so viel Geld geholfen werden darf. Und du triffst ihn überall auf diesen Spendengalas. Die heißen die ja gar nicht mehr. Das sind jetzt Charity Events. Charity Events, wenn Lachsröllchen auf parfümierte Gäste treffen. Es riecht, als wäre ein Fisch gestorben. Die anderen Fische hätten Blumen geschickt. Wirklich Finanzmärkte als Thema. Ich habe so viel gelesen dazu. Aber je mehr ich gelesen habe, desto weniger habe ich verstanden. Geht Ihnen das auch so? Ich bin ja auch nicht vorbereitet worden in der Schule. Was hatten wir in der Schule zum Thema Finanzen? Da hatten wir, glaube ich, ein Jahr lang hatten wir Wirtschaft und Recht im Gymnasium. Ein Jahr.
Wirtschaft und Recht. Gut, da haben wir immerhin gelernt, dass Wirtschaft und Recht offensichtlich zwei getrennte Phänomene sind. Ein berühmter Aphoristiker hat man mal gefragt, ob Geld, weil sie sagen, ach, der spendet so gerne. die Schecks, die der überreicht, sind so groß, die können sie mit bloßem Auge vom Weltall aus erkennen. Er hält die auch immer so schräg, falls Google Earth mal wieder Fotos macht. Sie haben ja recht, vielleicht passiert ja wirklich was Gutes mit dem Geld. Aber ich weiß nicht, ob so eine gute Idee ist, immer mehr Menschen wie Herrn Dr. Gump die Entscheidung zu überlassen, wem mit so viel Geld geholfen werden darf. Und du triffst ihn überall auf diesen Spendengalas. Die heißen die ja gar nicht mehr. Das sind jetzt Charity Events. Charity Events, wenn Lachsröllchen auf parfümierte Gäste treffen. Es riecht, als wäre ein Fisch gestorben. Die anderen Fische hätten Blumen geschickt. Wirklich Finanzmärkte als Thema. Ich habe so viel gelesen dazu, aber je mehr ich gelesen habe, desto weniger habe ich verstanden. Geht Ihnen das auch so? Ich bin ja auch nicht vorbereitet worden in der Schule. Was hatten wir in der Schule zum Thema Finanzen? Da hatten wir, glaube ich, ein Jahr lang hatten wir Wirtschaft und Recht im Gymnasium. Ein Jahr Wirtschaft und Recht. Gut, da haben wir immerhin gelernt, dass Wirtschaft und Recht offensichtlich zwei getrennte Phänomene sind. Ein berühmter Aphoristiker hat man mal gefragt, ob man Wirtschaftsethik studieren soll. Hat er gesagt, da müssen Sie sich schon entscheiden. Ich bin ja noch mal hin, ja, zu meinem Direktor direkt nach dem Abitur. Ich gesagt, war das wirklich also ausreichend, ein Jahr Wirtschaft und Recht? Hat gesagt, selbstverständlich war das ausreichend. Um Deutschland regierbar zu halten. Haben Sie nicht auch das Gefühl, dieses Finanzsprech, man möchte gar nicht, dass das verstanden wird. Das ist so eine Form von Herrschaftswissen. Weißt, Macht ausüben funktioniert ja am allerbesten, wenn derjenige, auf den Macht ausgeübt wird, gar nicht versteht, dass auf ihn Macht ausgeübt wird. Wie früher im Kindergarten, wenn Ihre Mama zu Ihnen gesagt hat, schiel nicht so, sonst bleibt's dir. Haben Sie sofort aufgehört zu schielen, weil Sie dachten, Mutter muss triftige medizinische Gründe haben, die Sie nicht kennen. Diese ganze Recherche hat mich nirgendwo hingeführt. Finanzmärkte, haben Sie es schon mal versucht? Das einzig schöne Zitat, was ich gefunden habe, über Finanzmärkte, das stammt von einem Physiker. Hier, pass auf, das lese ich Ihnen vor, das ist schön. Ein Physiker hat über die Finanzmärkte gesagt, stellen Sie sich mal vor, wie schwierig die Physik wäre, wenn die Teilchen auch noch denken könnten. Das ist die Komplexität von Finanzmärkten. Weißt, und trotzdem hockt sich jeden Tag wieder irgendein Finanzexperte vor uns oder unsere Politiker mit dem Brust und Überzeugung und verkündet seine Finanzwahrheit. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch mal eine starke Meinung hätte. Aber halt meistens nicht sehr lang. Manchmal. Es wird Sie freuen zu hören, dass wir die Menschen der ersten Klasse mit Rettungsschirm in Sicherheit gebracht haben. Eine Frage hätte ich noch, ist in der zweiten Klasse ein Pilot? Nein, kein Problem, dann sprechen Sie mir nach. Vater unser im Himmel. Vater unser im Himmel. Ja. Manche Väter, die hinterlassen wenigstens Briefe, meiner schreibt E-Mails. Ja. Und die man nicht versteht, was schreibt mein Vater schon wieder? Er meckert, dass es wohl nicht sein kann, dass 60% der Kursentwicklung der am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10% addiert wird. Genau. Diese Finanzwelt ist wie ein Puzzle mit 5000 Teilen von einem blauen Himmel. Ist auch kein Wunder, wir haben ja auch wirklich keine Ahnung. Es gibt immer Studien, die letzte Studie sagt, 56% der Deutschen haben keinerlei Ahnung von Finanzen. Die restlichen 64% tun nur so. Ich weiß, dass das 110% sind, das ist ja der... 120, okay. Eigentlich sollte ich mit Zahlen umgehen können in Anbetracht der Tatsache, dass ich für ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen arbeite. Oh, vielen Dank, nette Reaktion. Immer das Gleiche. Wenn ich sage, ich arbeite für ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, dann schauen die Leute mich an, als hätte ich gesagt, unter Helmut Kohl war nicht alles schlecht. Spitzensteuersatz zum Beispiel, na gut. Aber es ist,
wirklich, ich wollte ja eigentlich gar nicht dahin. Ich wollte ja eigentlich Journalist werden, aber ich habe den Kaffee nicht vertragen. Und sehen Sie, ich arbeite auch nicht direkt für das Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Ich arbeite für deren Stiftung. Und naja, die waren halt bei der Einstellung sehr... Ja, die fanden das toll, Geschichtsstudium mit sehr gut abgeschlossen. Und ich möchte jetzt nicht angeben, aber die fanden alles, was ich gemacht habe. Also das Praktikum beim Weilheimer Tagblatt, meine Ausdrucksweise und dass mein Vater die Stiftung gegründet hat, hat jetzt nicht negativ... Ja, okay, mein Vater hat die Stiftung gegründet. Jetzt, morgen auf den Tag, genau vor 2 Jahren. Wir wissen alle nicht, warum. Mein Vater war so ein rätselhafter Kerl. Ich wusste als Kind zum Beispiel nie viel über ihn. Ich wusste, er ist Anwalt. Er hat sich auf Wirtschaftsrecht spezialisiert und dann war er bei der WPG. Mehr war mir als Kind auch wurscht. Also andere Kinder fanden das natürlich toll. Oh, dein Papa ist Anwalt. Das muss ja Wahnsinn sein. Ja, ja. Ich war das einzige Kind in der Nachbarschaft, das wusste, dass Zimmer aufräumen im BGB verankert ist. Paragraph 1609, prüfen, ob nicht doch noch ein Kunde im Tresorraum ist, bevor sich der Grabstein vor die Höhle rollt. Ja, wissen Sie, wenn ich gewusst hätte, dass ich heute Abend wieder auferstehen muss, hätte ich vorher noch ein Abendmahl zu mir genommen. Da hätte ich halt nicht zu kurz vor Geschäftsschluss kommen sollen. Das ist eine tolle Logik. Nein, denken wir das mal weiter. Nehmen wir mal an, jemand wird angefahren auf der Straße, der Krankenwagen kommt, nicht? Er landet dann im Krankenhaus, der Arzt schaut sich das an und sagt, oh, damit hätten Sie jetzt aber ein bisschen früher kommen müssen. Glauben Sie, dass zwischen den beiden eine gute Beziehung... Ich bin nicht gereizt. Nein, Sie müssen niemanden informieren über mein Unglück. Informieren Sie sich lieber selber, wann genau die Tresortür wieder aufgeht. Ja, weil vielleicht morgen früh ist mir persönlich als Information ein bisschen zu dünn. Ja, ich warte. Was sonst? Da hätten Sie halt nicht so kurz vor Geschäftsschluss kommen sollen. Witzbold, versuchen Sie mal bei einer Bank nicht kurz vor Geschäftsschluss zu kommen. Die haben immer Geschäftsschluss. Sie können da... Entschuldigung, bitte. Um 7.30 Uhr, das ist nicht ernst, das sind ab jetzt noch 13 Stunden, wenn Sie... Nein, ich habe nicht meine Hände benutzt. Wieso? Ach so, Sie können mich ja... Hallo. Bin ich eigentlich schwarz-weiß auf Ihrem Überwachungsmonitor? Ja. Toll, so eine Art Stummfilm, was? Was heißt, wenn es nur so wäre? Hören Sie, bitte? Das ist eine Flasche Whisky. Ja, die hat mein Vater hier unten eingesperrt. Oh, wenn Sie unsere Mutter kennen würden. Wären Sie nicht so überrascht? Bitte, nein, mein Vater ist vor einiger Zeit verstorben und wir haben jetzt sein Schließfach geräubert. Oh, na, vielen Dank, das ist nicht notwendig. Das, hören Sie, das ist sehr lieb von Ihnen, aber das ausführlichste Gespräch, was ich mit meinem Vater jemals hatte, war, kannst du mir mal das Salz geben? Nichts, er hat mir Salz gegeben. Ja, das sind alles Unterlagen aus seiner Zeit als Wirtschaftsprüfer. Und warten Sie, Sie arbeiten bei einer Bank, vielleicht können Sie mir helfen. Ich habe nämlich lauter so E-Mails von meinem Vater an Dr. Gump. Das ist jetzt egal, wer das ist, aber er schreibt... Nein, mein Vater schreibt es. dn@wpg.de. Dieter Neumann, DN. Ach, WPG ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für die er geantwortet. Jetzt ist es doch nicht so wichtig. Er schreibt an Dr. Gump und Sie sollen mir den Satz übersetzen, weil das ist dieses Finanzsprech. Pass auf, mein Vater schreibt, Gesprächsbedarf wegen N3. Nein, ich glaube nicht, dass das was mit Schiffe versenken zu tun hat. Hören Sie, nein, vielen Dank. Das ist eh nicht gerade Stoff für eine packende Rede. Ja, ich soll eine Rede halten. Über meinen Vater, ja. Morgen früh, 10:30, Riesen, Sektempfang und Hotel und ein... Nein, ich habe die Rede noch nicht fertig. Oh, vielen Dank, ich weiß. Seit 1951 erzielte diese Wertanlage einen jährlichen Wertanstieg von 7%. Und da war ein Sternchen an der 7. Dann habe ich mal nachgeschaut, stand unten tatsächlich, Vergangenheitswerte sind keine Gewähr für die Zukunft. Das müssen Sie mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Fonds, der möchte, dass Sie investieren und da damit Werbung macht, dass Sie in der Vergangenheit große Gewinne gemacht haben, nee, der sagt Ihnen, dass Sie diese Vergangenheit aber nicht zum Maßstab nehmen dürfen. Diese Bierwerbung würde ich gern sehen. Sie, grüß Gott, das ist unser Bier. Bis heute war es ganz gut.
Aber wir wissen halt nicht, ob nicht morgen doch noch jemand neischifft. Prost! Schauen Sie, wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir sollten ein bisschen demütiger sein, vor allem bei Politik, die darauf basiert, auf Zukunftsvorhersagen. Merkels Griechenland-Politik basiert auf Zukunftsvorhersagen. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Die Zukunft, die ist für uns, wir sind der Zukunft gegenüber genauso blind wie eine kleine Gans. Nehmen Sie das mal, so eine kleine Gans, die wird geboren und von Menschenhand gefüttert. Und sie denkt sich, aha, die Menschheit ist um mein Wohlergehen besorgt. Das ist die Wahrheit der Gans. Wenn du die Gans fragst, wie sie seine Zukunft aussagt, die Gans, super, super Zukunft, geil. Und mit jedem Tag der Fütterung wird diese Erkenntnis ja noch verstärkt. Und eines Tages ist Weihnachten. Versteht, das ist die Zukunft für uns. Und trotzdem tritt immer wieder ein Wirtschaftsminister vor uns mit irgendwelchen Zukunftsprognosen und sagt so Sachen wie, ja, nächstes Jahr haben wir ein Wirtschaftswachstum von 2,3%. Und niemand sagt, er ist eine blöde Gans. Nein, ich finde es toll, was der alles berechnen lassen kann. Er hat nicht den blassesten Schimmer von der Zukunft. Aber hey, er kann das schon in Kommazahlen ausdrücken. Du, wie viele Sterne haben wir im Universum? Oh, Hunderttausende von Milliarden. 0,3. Ich habe immer wieder gefragt, warum macht ein Minister das? Warum nutzt er diese offensichtlich blödsinnigen Zahlen? Ich glaube, weil er die Macht der Kommazahlen kennt. Das können Sie ausprobieren mit Kindern, die sitzen hinten im Auto seit Stunden. Wann sind wir da? Antworten Sie mal, in 17,3 Minuten. Dann sind die erstmal ruhig. Verstehen Sie, Bismarck, der alte Bismarck hat damals dem Meteorologischen Wetterinstitut in Berlin die Wettervorhersage verboten. Mit der Begründung, es sei nicht angängig, dass sich eine Reichsbehörde ständig irre. Weißt du, unsere Wirtschaftsminister dürfen nach wie vor. Das ist, was mir nicht in den Kopf will, aber kannst du mir mal das Salz geben? Nichts, er hat mir Salz gegeben. Ja, das sind alles Unterlagen aus seiner Zeit als Wirtschaftsprüfer. Und warten Sie, Sie arbeiten bei einer Bank, vielleicht können Sie mir helfen. Was, ich habe nämlich lauter so E-Mails von meinem Vater an Dr. Gump. Das ist jetzt egal, wer das ist, aber er schreibt, nein, mein Vater schreibt es, dn@wpg.de. Dieter Neumann, DN. Ach, WPG ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für die er geantwortet. Jetzt ist es doch nicht so wichtig. Er schreibt an Dr. Gump und Sie sollen mir den Satz übersetzen, weil das ist dieses Finanzsprech. Pass auf, mein Vater schreibt, Gesprächsbedarf wegen N3. Nein, ich glaube nicht, dass das was mit Schiffe versenken zu tun hat. Hören Sie, nein, vielen Dank. Das ist eh nicht gerade Stoff für eine packende Rede. Hm? Ja, ich soll eine Rede halten. Über meinen Vater, ja. Morgen früh, 10:30, Riesen. Sektempfang und Hotel und ein. Hä? Nein, ich habe die Rede noch nicht fertig. Oh, vielen Dank, ich weiß, ich bin spät dran. Lassen Sie mich raten, ich hätte früher anfangen müssen, ja? Nein, Sie haben recht, ich kann die Rede hier vermutlich jetzt auch zu Ende schreiben, ja. Von wegen in Ruhe. Ich habe Ihnen doch gesagt, hinten aus dem Lüftungsschacht kommt so ein ganz komisches Geräusch, wie die FDP beim Wahlabend gemacht hat. Ja, so ein Seufzen. Ja. Ja, gehen Sie mal nachschauen, weil, und wenn Sie schon nachschauen gehen, könnten Sie mir noch einen Bademantel aufs Zimmer schicken lassen. Mir wird ein bisschen, hallo, kein Humor, 13 Stunden, gut für 20 Minuten Rede, das müsste ich hinbekommen. Ich soll nicht viel sagen, ich soll ein bisschen was sagen über die Verdienste meines Vaters bei der WPG und dann soll ich halt auch leider noch ein bisschen Stellung nehmen zu einem Thema. Ja, man hat mich gebeten, ich soll was sagen zu Chancen an den Finanzmärkten mit Hilfe von Finanzderivaten. So habe ich auch reagiert. Och, ich sag's Ihnen, schreiben Sie mal eine packende Rede über jemanden, dessen größtes Hobby es offensichtlich war, Excel-Tabellen zu verschicken. Hier, Dr. Gump schreibt meinem Vater, er melde sich schnellstmöglich. Und mein Vater schreibt dann Finanzsprech zurück. Dringend, die nixe 3 ist nix. Okay. Nehmen wir mal an, zwei reifere Geschäftsleute unterhalten sich hier über die Funktionstüchtigkeit von Meerjungfrauen. Warum ist nur die dritte Nixe nix? Sind die anderen zwei in Ordnung? Was hat die dritte Nixe? Schuppen! Finanzmärkte und mein Vater, du. Das sind die beiden Themen, zu denen habe ich in meinem Leben am allerwenigsten zu sagen. Das wird eine Rede werden morgen früh. Ich sehe die ja schon alle vor mir sitzen. Deutsche Bank, Commerzbank, die Großkopferten. Dr. Gump wird auch da sein, ja. Das ist ein Kollege von meinem Vater gewesen früher. Also nicht so der Kollege, mehr Erzfeind.
Dr. Gump ist so ein, den von außen schon, der trägt immer Sonnenbrille. Das ist so ein Typ, immer Sonnenbrille, egal bei welchem Wetter. Sonnenbrille, verspiegelte Sonnenbrille mit den Spiegeln innen. Gut, da haben wir immerhin gelernt, dass Wirtschaft und Recht offensichtlich zwei getrennte Phänomene sind. Ein berühmter Aphoristiker hat mal, den hat man mal gefragt, ob man Wirtschaftsethik studieren soll. Hat er gesagt, da müssen Sie sich schon entscheiden. Ich bin ja noch mal hin, ja, zu meinem Direktor direkt nach dem Abitur. Ich gesagt, war das wirklich also ausreichend, ein Jahr Wirtschaft und Recht? Er hat gesagt, selbstverständlich war das ausreichend. Um Deutschland regierbar zu halten. Haben Sie nicht auch das Gefühl, dieses Finanzsprech, man möchte gar nicht, dass das verstanden wird. Das ist so eine Form von Herrschaftswissen. Weißt, Macht ausüben funktioniert ja am allerbesten, wenn derjenige, auf den Macht ausgeübt wird, gar nicht versteht, dass auf ihn Macht ausgeübt wird. Wie früher im Kindergarten, wenn Ihre Mama zu Ihnen gesagt hat, schiel nicht so, sonst bleibt's dir. Haben Sie sofort aufgehört zu schielen, weil Sie dachten, Mutter muss triftige medizinische Gründe haben, die Sie nicht kennen. Diese ganze Recherche hat mich nirgendwo hingeführt. Finanzmärkte, haben Sie es schon mal versucht? Das einzig schöne Zitat, was ich gefunden habe, über Finanzmärkte, das stammt von einem Physiker. Hier, pass auf, das lese ich Ihnen vor, das ist schön. Ein Physiker hat über die Finanzmärkte gesagt, stellen Sie sich mal vor, wie schwierig die Physik wäre, wenn die Teilchen auch noch denken könnten. Das ist die Komplexität von Finanzmärkten. Weißt, und trotzdem hockt sich jeden Tag wieder irgendein Finanzexperte vor uns oder unsere Politiker mit dem Brust und Überzeugung und verkündet seine Finanzwahrheit. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch mal eine starke Meinung hätte. Aber halt meistens nicht sehr lang. Manchmal ändere ich meine Meinung auch schon mitten im Satz. Je nach Gesichtsausdruck meines Gegenübers. Weiß nicht, kennen Sie das im Gespräch? Man scannt so, nee, und dann sagt man so, oh, es ist schon schlimm, was mit Griechenland. Ich meine, die sind ja auch selber schuld, oder? In Bayern nennt man das, glaube ich, Södern. Sehen Sie, ich wollte auch noch eine Anekdote einbauen in die Rede am Anfang. Das ist immer gut, mit einer Anekdote anzufangen. Ich habe mir gedacht, ich nehme eine zu dem Themenkomplex, das passt ganz gut. Ich habe eine Geschichte gelesen, die Yale-Universität in Amerika, die hat ein paar Kapuzineräffchen beigebracht, mit Geld zu handeln. Also die haben so Münzen bekommen, ja, die Äffchen, und haben die dann eintauschen können bei einem Wärter gegen Trauben. Das haben die auch vernünftig gemacht. Also wenn die Trauben teurer geworden sind, haben sie weniger gekauft. Rein statistisch kein Unterschied zwischen so einem Kapuzineräffchen und dem Rest von uns. Und dann war eines Tages lang ein paar Münzen auf dem Käfigboden verteilt. Die hatte da jemand verloren. Die gehörten da nicht hin. Und da hat ein Affenmännchen sich die geschnappt, gesammelt und ist damit aber nicht mehr... Das ist der Vater unser im Himmel. Ja. Manche Väter, die hinterlassen wenigstens Briefe. Meiner schreibt E-Mails. Ja. Und die man nicht versteht, was schreibt mein Vater schon wieder? Er meckert, dass es wohl nicht sein kann, dass 60% der Kursentwicklung der am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10% addiert wird. Genau. Diese Finanzwelt ist wie ein Puzzle mit 5000 Teilen von einem blauen Himmel. Ist auch kein Wunder. Wir haben ja auch wirklich keine Ahnung. Es gibt immer Studien. Die letzte Studie sagt, 56% der Deutschen haben keinerlei Ahnung von Finanzen. Die restlichen 64% tun nur so. Ich weiß, dass das 110% sind. Das ist ja der 120. Okay. Eigentlich sollte ich mit Zahlen umgehen können in Anbetracht der Tatsache, dass ich für ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen arbeite. Oh, vielen Dank, nette Reaktion. Immer das Gleiche. Wenn ich sage, ich arbeite für ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, dann schauen die Leute mich an, als hätte ich gesagt, unter Helmut Kohl war nicht alles schlecht. Spitzensteuersatz zum Beispiel, na gut. Aber es ist wirklich, ich wollte ja eigentlich gar nicht dahin, ich wollte ja eigentlich Journalist werden, aber ich habe den Kaffee nicht vertragen. Und sehen Sie, ich arbeite auch nicht direkt für das Wirtschaftsprüfungsunternehmen, ich arbeite für deren Stiftung. Und
Naja, die waren halt bei der Einstellung sehr, ja, die fanden das toll, Geschichtsstudium mit sehr gut abgeschlossen. Und ich möchte jetzt nicht angeben, aber die fanden alles, was ich gemacht habe, also das Praktikum beim Weilheimer Tagblatt, meine Ausdrucksweise und dass mein Vater die Stiftung gegründet hat, hat jetzt nicht negativ auf. Ja, okay, mein Vater hat die Stiftung gegründet. Jetzt, morgen auf den Tag, genau vor 2 Jahren. Wir wissen alle nicht, warum. Mein Vater war so ein rätselhafter Kerl. Ich wusste als Kind zum Beispiel nie viel über ihn. Ich wusste, er ist Anwalt. Er hat sich auf Wirtschaftsrecht spezialisiert und dann war er bei der WPG. Mehr war mir als Kind auch wurscht. Also andere Kinder fanden das natürlich toll. Oh, dein Papa ist Anwalt. Das muss ja Wahnsinn sein. Ja, ja. Ich war das einzige Kind in der Nachbarschaft, das wusste, dass Zimmer aufräumen im BGB verankert ist. Paragraph 1619, das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört, verpflichtet, in einer seiner Kräfte entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen Dienste zu leisten. Oh, ein paar schreiben sich schon auf. Nein, nein, so. So war das nicht gedacht. Nein, nein.